Doch, dann habe ich kurz Zeit, was zu trinken zu holen. Um auf Klo zu gehen und, naja, ihr wisst schon. Bis gleich.
Zu meiner Verteidigung, Ursula hat mich mit Kassenvideos abgelenkt. Aber wir, naja. Wir warten noch auf das hier. Diese professionellen Ausreden hier. Das ist Klamotten-Update, glaube ich. Wurde ja angekündigt. Hätte ich ja früher dran denken können, ne? Tja, ja. Nein, hat der Streamer nicht. Schuldig. Ende der Anklage. Einspruch, waghalsige Vermutungen seitens der Staatsanwaltschaft. Puh, also, wenn Mats jemals Staatsanwalt spielen sollte, dann bin ich lieber ganz weit weg. Soap-Dramas mag ich nicht. Mats gegen Reigns in Shalom, aka die Mafia-Anwälte. Ja, Staatsanwaltschaft ist ja halbes GZSZ, habe ich gehört. Danke für die Kekse, Sus.
Da unterhält man sich auch gerne mal 3 Stunden lang über die verschiedenen Rottöne. Deswegen ist das, was wir machen, ja richtig spannend. Reintrollen, wenn ich Staatsanwalt spielen würde. Ich glaube, da gibt wieder so eine nette Begrüßung von. Was, von wem? Von Wahl? Nee, von. Von Wei. Achso, Wei! V-I. Violet. Nicht W-A-I. Wo ist mein Agavendicksaft? Das war schon witzig gestern. Gleich haben wir es. 110 MB noch. Toll, danke Manuel. Das Spiel abgestürzt. So. Wollen wir mal loslegen hier. Erstmal umziehen. Achso. Ja. Dekadent groß die Wohnung ist. Ja, wer kann, der kann. Was putzt du heute? Wahrscheinlich das erste Etage. Kippen anziehen. Ja, jawohl, das fühle ich. Der kann auch 1,5K bezahlen. Du kannst es gerne das Messer zurückhaben. Ist kein Problem für mich. In der falschen Dim. Sind denn alle? Da, Leben. Ein Motorradfahrer. Die Säcke ist richtig nice geworden, ja. Das stimmt. Sagen, der könnte noch einen Schritt nach vorne gehen. Danke.
sag halt nichts. Okay. Bisschen Geld haben wir. Wir brauchen noch vermutlich heute, um das Messer abzuzahlen. So, dann machen wir mal einen obligatorischen Handycheck. Winterswäsche. Anruf nach Abwesenheit. Von. Warum ruft er mich um 6:30 an? Er spielt um 6:30 GTA-RP. Quan Chang'ao, Lee. Quan Chang'ao, Quan. Du hast angerufen. Ja, ich habe angerufen, weil ich gestern irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde 6 verpasste Anrufe hatte oder so. Und wer? Von Dusky und Chai. Und ich dachte, vielleicht weißt du, worum es ging. Gestern also 22.45 Uhr. 22 Uhr irgendwie. Ich hab die beiden nicht erreicht. Dringendes, ehrlich gesagt. Okay, also. Ja, dass wir ein bisschen den Kopf unten halten müssen, das weißt du ja. Ja, das weiß ich. Okay, also du sagst, war nichts Wichtiges, dann. Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, bis gleich. Gut, das beruhigt mich auf jeden Fall schon mal. Was treibst du gerade? Ja, gerade bewundere ich die wunderbar leere Tankstelle. Wunderbar leere Tankstelle? Ja. Oh, apropos. Ich habe vergessen, was ich sagen würde. Achso, die Leute von der Tankstelle mögen uns doch nicht so richtig, ne? Hat sich das mittlerweile erledigt oder wenn mögen die uns immer noch nicht? Weiß nicht, ist ein recht wortkarg. Warum hast du herausgefunden, warum, oder? Nein, keine Ahnung. Aber ich habe überlegt, ob man denen nicht vielleicht so einen kleinen Aufmunterer gibt. Ein Weihnachtsbaum zum Beispiel. Der mit denen gut stellt. Ja. Dann hat man zumindest da seine Ruhe. Bist du auch in diesem ganzen Weihnachtsquatsch drin, ja? Oh, aber sowas von. Aber die Dinger kosten halt bloß $150 und wer es mir wert, sagen wir so. Ja, klar, man kann es probieren. Ich gefällt's ihnen ja. Warum? Also. Dann würde ich mich da mal drum kümmern. Warte, Jacob. Das, bitteschön. Ja, liebe Grüße. Liebe Grüße von Lee. Mach ich. Gut, bis gleich. Was? Bis gleich? Was? Ich telefoniere gerade noch. Oder gehst du jetzt arbeiten? Dann. Redest du mit mir oder mit Jacob? Gerade mit Jacob. Ich wünsche dir was, Jacob. Bis dann. Verzeihung. Ich hab Jacob Sachen verkauft und also Kleidung. Da musste ich kurz mal zur Richterschaft. Wo waren wir gerade? Achso, ja, ich denke halt, dass das so ein kleiner. Ich will nicht sagen Wiedergutmachung, weil das würde bedeuten, wir hätten irgendwas falsch gemacht und das sehe ich nicht, aber so ein Stimmungsaufheller sein könnte. Ja, eine gute Idee. Okay. Ja, dann kümmere ich mich darum. Beziehungsweise versuchst, weil das am Samstag ist und habe ich nicht viel Zeit. Du hast deine ATD hier? Ich komme vorbei. Ja. Gerade laufe ich um den Block, aber ich bin gleich wieder da, ja. Alles klar, dann bis gleich. Gut, bis gleich. Wollt ihr in der Wäscherei was reißen? Heute ist Donnerstag, ne? Und wer hat Großkunden? Kronjuwelen. Das war's. Und Little Italy zurückbringen. Ja gut, dann machen wir das später noch. Für, weiß nicht, $15. Ich mich da mal ein.
Na komm. So, eigentlich haben wir noch 3 Mitarbeiter, sehe ich gerade. Bei der Wäscherei. Da müsste wenigstens ein bisschen Arbeit für mich übrig bleiben. Hey, aber ganz ehrlich, das hier, Wäscherei aufmachen, ich weiß nicht. Das ist wirklich gar kein RP, ne? Ich glaube, wir haben noch 4 Raten offen, ne? Wir könnten 2 nochmal bezahlen. In der Theorie. Aber dann können wir das Geld fürs Messer nicht geben, ne? Oder mittlerweile auch ein Auto oder fette Taxi? Aufpassen, der Chinese klaut Energy Drinks. Ja. Okay. Rede halt nicht mit mir. The fuck? Was denn mit den Leuten? Steht das nicht?
warten wir kurz auf Korn und danach fahren wir kurz in die Wäscherei. Weil ich weiß ja, Respekt muss man sich verdienen, aber zumindest Hallo sagen könnte man doch, oder? Ist das nicht so ein grundlegendes Ding? Sache von Erziehung und so? Nur wie viele keine Erziehung genossen haben, ja wahrscheinlich. Auf was wartet denn die? Okay, das fragt sie sich wahrscheinlich auch gerade. Uns auf der Arbeit nicht anders. Die Älteren reden von Respekt und so, was sie von den Jüngeren nicht bekommen. Schaffen wir es aber selber nicht, Hallo und Danke oder sowas zu sagen. Ah, kenne ich. Kenne ich. Ah, da ist Quan, aber Lee sieht den gerade nicht. Weil er sich weggedreht hat. Ah ja, okay. Und es war dann eine Asiatin. Müssten nicht Asiaten irgendwie ein bisschen zusammenhalten oder so? Nein? Ich verstehe es nicht. Ach, ja. Und schon fucking hau. Ach, ja, au! Ibitch, ich hab mich total erschrocken. Oh, mein. Oh! Geht's dir gut? Oh Gott, aua! Ja, ist okay, ich hol mir eben mein Tor. Oh Gott, Mann! Digga, was bist denn du da, Chris? Ja. Kommt schon mal vor, wenn man sich ranschleicht. Hi. Hey. Wo geht das geht denn hin? So ist dein Motorrad. Ja, okay. Das ist das, was er mir zeigen wollte. Der wollte ein bisschen flexen, ja? Meinte, yo, ich muss dir da mal was zeigen. Ich gehe davon aus, dass er das meint dann. Was macht die Anwalterei? Oh, gestern war lang. gestern war fast schon zu lang. Ich war von, Für Schlangenlinien? Ja. Was? Für die Schlangenlinien? Hat er getrunken? Weiß ich nicht. Gestern war ich irgendwie von um. Von um 20 Uhr bis halb 1 oder so im Gericht. Oh, Mann, Alter. Oh, ich habe meinen Kühlpack, Mann. Was hast du gemacht? Hab ihm aus Reflex, glaube ich, eine runtergehauen. Aus Reflex? Mhm, er hat sich angeschlichen.
Ja, dann verdient. Also eigentlich nicht, eigentlich war ich nur in Gedanken. Aber... Okay. Hm. Ja, so oder so verdient. Das ist okay für mich. Ja, okay. Sportwagen war gerade eben schon mal da. Was war der Sportwagen? Mhm. Was für einer? Weiß ich nicht. Italy? Nee, oder? Keine Ahnung. Der Preisklasse kenne ich mich nur wirklich nicht aus. Ich kenne so alles so bis 5000 Dollar vielleicht. Na, sagen wir bis 10. Ich wollte gerade sagen, also zwei Autos sozusagen. Und ja. die mal welche waren und dann so Würfeln eingestampft wurden. Ja, die, glaub, genau. Auch noch unter 5000. Ja. Autowürfel, genau. Du hast diese Schrottwürfel halt. Ja, ich kenne die. Ja, okay. Hast du gewusst, dass man, wenn man so ein Auto verschrottet, noch den ganzen Hausmüll und sowas ins Auto legen kann? Also es gibt viele, die stopfen die Autos dann richtig voll mit so Müll und Eisenschrott und so und legen noch eine Waschmaschine im Kofferraum und so, weil... Ne? Wird das nicht kontrolliert? Dass da nicht irgendwie eine Bombe drin ist oder so? Ja, aber du zahlst es sowieso per... Also, nach Gewicht. Okay. Ja gut, dann sehe ich es ein. Ja. Ja, nicht, dass da irgendwie was Hochexplosives drin ist. Das würde mich stören als Schrottplatzbesitzer. Ja, das schon. Aber glaub mir, wenn jemand mit einem Auto einen Schrottplatz hochjagen will, dann packt das nicht in die Waschmaschine. Sondern am Unterboden, wo man es nicht findet, im Radkasten oder so. Das ist ein... Wie heißt denn der? 911? Nee, ne? Wie heißt der? Keine Ahnung, kostet mehr als 10.000. Verdammt. Und die hatten da keine Kühlpacks mehr. Jetzt habe ich mir so einfach das Tofu mitgenommen. Dann kann ich mir einfach... Tofu für die Wunde? Bitte nochmal. Das ist eingepackt, Mann. Bitte. Gefrorene Erbsen sollen helfen. Ja, habe ich nicht gefunden. Deswegen habe ich jetzt einfach... Tofu, Mann. Oh Gott, au. Ich gucken, wie der Wagen ist. Was ist das? Ja, schicke Mütze. Karin? Ja, schön. Ahnung, Rapid GT ist es nicht, oder? Ahnung. Welchen von den beiden? Der vordere. Der rote. Keine Ahnung. Der rote, ja. Z. Ja, war ich mit einem 911 nicht ganz so. Und ja, eine 9 ist drin. Und eine 1 auch. Ich finde das sehr. Was, 95Z? Wo ist denn eine 1? 911 habe ich gesagt. Und 190Z heißt. Ach, 190Z, okay. Ja. Und der andere, der gerade weg wird? Das habe ich nicht nachgeschaut. Moment. 911, was? Ja, ich versuche gerade Autos auswendig zu lernen, glaube ich. Hm. Ich bin bloß neugierig. Ich muss noch ganz kurz zu Kronjuwelen und dann. Was da denn los? Ich hab nur Wäsche von denen. Na, okay. Also ich glaube, die haben Wäsche von uns. Also die wir waschen sollen. Ja, okay. Hab ich schon gedacht. Ja, das stimmt. Dann wünsche ich dir viel Spaß oder so. Ja, genau das. Ja, Spaß, das den werde ich bestimmt haben. Mhm. Nicht so ganz glaubwürdig. Ja. Donnerstag. Ja, und zum Italy. Ich rufe mal beim Kronjuwelen an, ob die überhaupt da sind. Ja, da stand so ein Imbisswagen stand davor. Also, warst du schon da, oder? Ich war bei Brodinger und das wäre direkt um die Ecke. Achso, okay. Kronjuwelen gehe ich noch nicht als Kunde. Noch nicht. Noch nicht. Okay. Irgendwann hoffe ich doch, aber noch nicht. Ja, keine Ahnung. Wollt ihr mitfahren, oder? Ja, ich würde gleich mitkommen. Ich komme mit. Ich komme auch jetzt mit, weißt du? Nicht gleich. Ich würde sogar jetzt mitkommen. Ja, ich schließe mich an. Ja, alles klar. Kann man Tofu roh essen? Ich würde es dir nicht empfehlen. Wenn ihr so gekühlt ist, dass du damit deine Wunde kühlst, dann würde ich das lassen.
Ja, tatsächlich hat die Wäscherei nur 3 Mitarbeiter aktuell. Und 3 Springer, die eigentlich was anderes machen wollen. Wie kommt's? Ja, CEO, Co-CEO und mich. Beeindruckend. Ja, ich bin also quasi gleichzeitig der Dritte in der Rangfolge und gleichzeitig der Unterste. Aber ja, der Vorteil ist, jeder, der sich jetzt bewirbt, ist quasi unter mir, oder? Ja. Aber du bist das Erstes, du wirst wahrscheinlich als Erstes befördert, wenn du keine Scheiße baust. Ja, zu was denn? Ich hab ja nichts mehr nach oben. Seniorwäscher oder so, keine Ahnung. Seniorwäscher? Ja. Ja. Oh, nichts, ich hab einfach nur verschluckt. Okay, also das war alles, weswegen du mich angerufen hast. Du hast mich halt irgendwie 4-mal innerhalb von 15 Minuten angerufen. Ja, weil ich mir Sorgen gemacht habe, weil dein Handy aus war, Mann, das... Ich dachte, du stirbst oder so. Ich dachte, du stirbst. Ja, er hat dich nach dir verzehrt, Quon. Deshalb stirbt er. Ja, das tun die meisten, das verstehe ich. Life is better with Kaffa and Kuchen. Was ist Kaffa? Kaffa? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwas Arabisches vielleicht. Das könnte sein. Was passt besser zu dieser Kälte? Ich kenne nur Kaffa. Es ist so kalt, kommt es mir gar nicht vor. Von euch möchte sich keiner beim Wurstkartell bewerben, oder? Was, beim Wurstkartell? Nein. Beim Wurstkartell. Aber wie kann man mit den Motorrädern ein... Oh. Und? Ich schalte kurz die Kamera ein. So. Hast du jetzt doch eine gefunden? Naja, ich habe eine eingebaut. So. Ich habe eine schicken lassen vom Festland. So, siehst du? Jetzt wird sie rot. Siehst du das? Beeindruckend. Ja. Wie wirst du bezahlt? Naja, Festlandpreise, $80 oder so. Hättest du hier gekauft, wären es wahrscheinlich 500 gewesen. Na gut, dann werde ich, glaube ich, auch importieren lassen. Ja, ich glaube, dass die Chefs da sind. Also wenn ihr kurz hier wartet. Ja, alles klar. Ja. Ey, wie läuft's? Hallo. Hi, hi. schön. Hör ich gerade ein wichtiges Gespräch oder so? Ein wenig, ein bisschen. Ja, yeah, okay, gut. Ich mache einfach meine Arbeit und halt die Klappe, okay. Alles klar. Star Agenda zukommen. Von meiner Seite die Tür aus, war offen. Dass du den Laden aufmachst, zum Beispiel, weil wir müssen ja trotzdem in der Woche auf unsere 7 Stunden kommen. Ohne wählen Ding ist hier. Achso, das müssen wir mitnehmen, ne? Also. So. Dann Italy müssen wir zurückbringen. Das ist wahrscheinlich dann da drin. Escorade? Italy. Ach du Kacke. Also Italy hat immer richtig viel. Cash nochmal richtig rein, glaube ich.
das muss ich auch zuerst zurückbringen. Fuck, wie war das so, so? Oh. Jetzt aber. Jetzt. Die ersten Grundlagen, was Strafrecht angeht, fertig. Und, ja. Big One. Ja. Was ist das? Ja, da drin sind meine beiden Vorgesetzten und so. Ich glaube nicht, dass ich euch mit dem Burrito mitnehmen kann. Okay. Deshalb habe ich dir den Schlüssel für den Rancher gegeben, falls ihr schnell weg müsst. Oder falls ihr wohin wollt. Okay. Alles klar. Alles klar, welche wilde Tour machen wir jetzt? Mod-Gilliard hoch? Oh ja, let's go. Ey, das schafft er sogar wahrscheinlich. Obwohl, von der Power her nicht, aber... Ich glaube, der rollt rückwärts wieder runter. Von der Federung her, weißt du? Ja. Machen sie jetzt bestimmt voll über den abgeranzten Rancher lustig. Gucken, ob jemand da ist. Nicht. Ah. Und was ist denn? Little. Okay, ich find's nicht. Okay. Oh, hey, schön, dass man dich auch mal sieht, Mann. Ja, lange nicht gesehen. Oh. Was ist denn mit Violet auch wieder nicht da? Ich hab dir gerade angerufen. Ist sie bei dir rangegangen, oder? Nein. Jetzt ist die auch nicht erreichbar. Ist ja... Was macht die Frau die ganze Zeit? Als ob die nicht arbeitet. Tja, unerhört. Skandal ist das. Richtiger Skandal. Ja, hat jemand die Nummer von Kronjuwelen? Ah ja. Ja. Nein, doch nicht. Ich dachte, ich hätte mir die eingespeichert, weil ich da mal fast angefangen hatte, aber ich suchte die eben raus, warte. Ja, danke. Ah, Kronjuwelen ist... 9876543. 9876543. Ja, genau. Und? Ohne Vorwahl, ne? Also 9876543.
Okay. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Young von Winters Hallo. Wäsche. Hallo. Frage, habt ihr was da? Dann spare ich mir den Ja. Okay, na, dann komme ja, ich vorbei. Ein bisschen was haben wir da. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Okay. Gut, dann bis gleich. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Ja, okay. Okay. Gut, next stop, Kronjuwel. Fahren wir mit oder kommen wir dann zur ATD? Warum ist denn das Ding auf Stream Ending? Und seit wann? Naja. So, wie komme ich nochmal zu Kronjuwelen? Oh Gott. In mein Auto. Ja, doch, das passt noch. Ja, da ist ein Stück wäre noch drin gewesen. Ich liebe die Leute. Hm, was? Ach, nichts, alles gut. Alles gut. Soll ich dir tragen helfen? Ja, ja, kannst du. Oh, na gut, hier. Du holst Wäsche ab, ne? Ja. Hier, einen Wäschekorb? Kann ich mir den einfach nehmen? Nehmen wir den einfach. Mein Wäschekorb. Hat gerade einen Wäschekorb geklaut? Er hat sich gerade einen Wäschekorb geklaut. Eine Frechheit. So war's aber auch. Wo macht man Profite? Wie bei den Lackschuhen. Bist du eigentlich mittlerweile losgeworden? Ne, ich habe aber auch nicht mehr probiert, die zu verkaufen, um ehrlich zu sein. Und ein bisschen zu lästig. Du hast das zwei Paar Lackschuhe, oder? Nein. Ich hab's nicht normal probiert. Weißt du, ich hab die jetzt erstmal an. Vielleicht, weißt du, du musst doch die Person dafür finden. Du kannst ja nicht zum Beispiel so einen WeBay oder so, kannst du nicht die Lackschuhe anbieten. Das funktioniert ja nicht. Nein, okay. Ja, du könntest dir meiner Mutter geben, die macht daraus tödliche Waffen. Was? Ja, die wirft die einfach. Achso, ja. Weißt du, mit Lackschuhen wird das wirklich eine tödliche Waffe. Ja, das glaube ich auch. Die sind vorne spitz, oder? Ja, zumindest härter als so, ja. Als so Schlappen, weißt du? Tod durch Lackschuh, weißt du? Ja. Lackschuh. Hallo. Hallo. Ja, Winterswäsche. Hier. Winterswäsche? Ja, genau. Ja, genau. Okay, und was wollen Sie dann bei einem Juwelier? Wäsche abholen. Ja, das ist eine wirklich dumme Frage. Also, das ist eine wirklich dumme Frage. Wäsche abholen, weil... Okay, dann warten Sie mal bitte vorne am Automaten. Wir okay. Fragen mal drin. Sind Sie ja, angemeldet? Natürlich. Ja, ich habe gerade angerufen. Er hat gerade angerufen, ja. Okay, ja, dann warten Sie da vorne am Automaten. Ich komme gleich wieder auf Sie zurück. Alles klar, ja. Machen Sie, Herr Chef. Jo. Der nimmt seinen Job ganz genau, aber also, ich fährt der Fahrstuhl einfach nicht bis nach oben, weißt du? Einige hatten beim Denken einfach ein bisschen Pech gehabt, ja, weißt genau. Du? Bei manchen hält der Fahrstuhl einfach in den Knien an. Was machen Sie denn?
Oh Gott. Aber schön, dass du ihn als erstes beleidigt hast. Das wollte eigentlich ich machen. Ach so? Ja gut, nächstes Mal lasse ich dir den Vortritt, ja? Ja, danke. Gott, das ist auch wirklich selten dämlich. Alles klar, dann kommen sie rüber, hier vorne an die Wand. Ich muss sie noch einmal durchsuchen und dann können sie rein. Okay, ich habe ein Klappmesser dabei. Stellt das jetzt ein Problem dar? Auch eins dabei. Das stellt ein Problem dar, ja. Wir wollen nur kurz Wäsche abholen. Wir wollen nur Wäsche abholen, Mann. Wir kennen den Besitzer. Er hat sogar den Mitarbeiter, das Mitarbeiter-Shirt an. Ich kann sie nicht reinlassen, wenn sie bewaffnet sind. Okay. Also, gut. Also sie machen ihren Job wirklich gut. In ihren Kofferraum rein und dann können sie auch. Selbstverständlich. Alles klar. Und dann, ja. Gut, warte. Alles Arbeitszeit. Noch irgendwas? Und dann sehen wir uns vielleicht gleich. Okay, was dann? Was jetzt? Tschüss nochmal auf Chinesisch. Zaijian. Best auf Wiedersehen. Zaijian. Viel Glück, genau. Okay. Ein wohlwolliges Auf Wiedersehen. Okay, ich versuch's mir zu merken. Hm, wir können. Was hast du ihn gefragt? Ich hab ihn gefragt, was ich denn sonst noch so wegpacken soll, ne? Dann meinte er, ja, alles, woran ich mich verletzen kann. Und meinte ich, ja, kommt drauf an, wie du dich anstellst. Erst mit den Autoschlüssel? Nee, jede Waffe, meinte er. Ich weiß nicht, vielleicht, ich hoffe für ihn ist ein Autoschlüssel mal keine Waffe. Nee, das ist ein Brotmesser. Na, nicht mal. Ich hab Brotmesser gesehen, die sind länger. Gut. Was ist das? Rote Anzüge finde ich ja schon. Fand auch interessant, er meinte, keine Übermenge an Drogen. Was ist denn eine Übermenge? Das habe ich mich auch gefragt. Wahrscheinlich mehr als legal. Bin ich mal ganz frech. Eine Übermenge an Drogen, ja. So, passt du kurz auf den Kofferraum auf, ja? Ja, natürlich. Alles klar. Bis gleich. Falls du dich verteidigen musst, da sind Messer drin. Also ich hab den extra offen gelassen, dass falls jetzt jemand... Warte, bin ich auch wieder giftig, das wird nicht gut händen. Nicht gut händen? Nicht gut händen. Es wird ein Handgemenge und dann wird's aber nicht gut händen. Ja, verstehe. Jetzt muss ich mal Spencer fragen. Was denn soll? Sei, du erklärst dich. So ein roter Anzug hat wirklich was. Ja, ne? Ich glaube, ich würde einen tragen. Ich nicht. Ich hasse Anzüge. Einmal getragen, nie wieder. Vor die ja, das machen wir auch. Gut, dann ich pack den mal jetzt zur Seite. Haben Sie irgendwas dabei, an dem ich mich verletzen könnte? Die Frage habe ich ja gerade eben schon beantwortet. Also ich habe einen Schlüssel dabei oder ein Feuerzeug, ne? Das ist jetzt also... Ja, das ist ja okay. Alles klar, gut. Sonst so? Alles klar, ich taste sie einmal ab, nicht erschrecken. Mhm. Da ist sogar schon eine Waffe in der Hand. Gut. Der Kollege. Dann warten Sie schon mal am roten Teppich hier rechts. Sie werden dann reingebeten, ja? Alles klar. Gut. Also, Sie sind wirklich ein sehr guter Sicherheitsdienst. Dankeschön. Er sieht schon so gemein aus. So, Sie auch nochmal, ich taste auch die Hosenbeine ab. Ja, die sind so eng. Rucksack. Ja. Gut, sich jeder einzelne Tasche öffnen? Okay. Nee. Dann auch für Sie, ne? Warten Sie einfach bei Ihrem Kollegen, bis Sie reingebeten werden. Ja, alles klar. Ist ein Hochsicherheitstrakt hier. Ah, das freut mich. So, dann dürfen Sie mir einmal folgen. Jo, das werde ich tun. Gut, Sie können auch kommen. Danke fürs Reinlassen. Ach, alles gut. Ich bin jetzt im Heiligen Palast, ja? Es ist einfacher, zu irgendeinem Sultan zu kommen. So, die Wäsche ist hier im Regal. Ja, das ist ganz hinten da, ne? Ganz ja. Unten. Ja, genau. Ich nehme schon mal so ein bisschen was. Hast du ein bisschen was mit, okay. Ja. Oh, ich habe jetzt ein bisschen was... Willst du noch einen Teil mitnehmen? Noch eins mitnehmen will? Mhm. Ja, kann ich machen, kein Ding. Ich nehme nochmal diese paar Krawatten, nehme ich mir einfach. Ja, super. Aber eine Krawatte ist, liegt da noch, oder? Nein. Nee, okay, dann liegt die da nicht.
So, jetzt müssten wir alles haben. Alles klar, dann begleite ich euch einmal nochmal raus. Tschüss, danke. Danke und gute Geschäfte. Ach, alles gut, ich begleite euch noch zur Tür, kein Problem. Verkauf. Schönen Abend noch. Liebe Grüße an alle Mitarbeiter und so. Grüße zurück. Alles klar, das passt alles. Dann können Sie zu Ihren Freunden gehen. Dankeschön. Jo. Die wichtigsten Waffen hat er vergessen, mir abzunehmen. Was? Deine Zunge? Nee, meine Fäuste. Achso. Heißen die Sturm und Drang, oder? Ja, genau so in etwa. Hin und Richtung, Sturm und Drang. Was, Hin und Richtung? Ja, genau. Mit rechts zeige ich immer die Richtung und links, na, dann wissen sie halt wohin. Warte mal, du zeigst Leuten mit links, wo sie hin müssen? Nein, mit rechts. Ich bin Rechtshänder. Also ist rechts hin und links Richtung. Da seid ihr. Rechts ist Richtung und links, ach egal, Mann. Ist mir zu kompliziert. Ja. Ich verstehe das alles nicht. Oh, ich schmeiß das hier einfach rein, ne? Ja, ja, mach das. Ja, dann gleich mein Messer wieder. Ich halt, dass die mir das abnehmen. Das ist nicht irgendwie so mein. Das ist doch mein amerikanisches Recht, Mann. Naja. Das hier ist nicht Amerika, also gefühlt. Ja, das stimmt. Also, gefühlt. Wohin geht's als nächstes? Ja. Wenn das Italy wirklich nicht offen hat, dann zurück zur Wäscherei. Was ist denn dein Problem? Sei doch, fahr doch mal vorsichtig. Was ist mit dem? Weiß ich nicht, der fährt so langsam hier vorbei. Dummes Arschloch. Ja, der hat's auf dich abgesehen, genau, nur auf dich. Ja, der ist hier so, nee, der hätte fast die Tür mitgenommen, deswegen. Ja, ich glaube, der hat gecheckt, ob es hier gerade einen Auffahrunfall gab. Ja. Warum Auffahrunfall? Ach, nur so. Sagen wir, deine Kamera ist echt gut. Was? Ja, hier vorne habe ich keine. Also. Oh. Naja, Augen solltest du haben, ne? Das wäre ganz praktisch. Machst du die eigentlich auf beim Fahren? Was soll heißen? Oh, nichts. Alles gut. Ich gehe nochmal kurz zur Seite. Brauchst du nur Tofu? Ich meine nur. Was soll das denn jetzt? Brecher. Halt. Ich rufe nochmal Vai an, weil Charlie jetzt geschrieben hat. Irgendwie sind die beiden doch sowieso eine Person, oder? Also Charlie ist so eine ADD. Ja, aber der hat kein Schlüssel fürs Italy, glaube ich. Richtig. Ja, und so entstehen vier Anrufe in 30 Minuten, Quan. Genau so. Denk schon an mit Weihnachts. Was denn los mit dir? Hm? Weihnachts, jeder Mann. Weihnachts ist toll. Einfach die beste Zeit des Jahres. Den Arsch. Nee, für mich. Ich habe ja gesagt, jeder kann eine gute Meinung haben, ne? Gibt ja doch schlechte Meinung. Was? Macht das Italien erst so später? Ach, Quatsch. Keine Ahnung. Weil, so wie ich das verstanden hatte, arbeitet war er heute nicht. Weil die gestern gearbeitet hatte und dann erst morgen oder Sonntag. Ja, die nimmt das jedes Event mit, hat sie gesagt, weil es gutes Trinkgeld gibt. Ja, das habe ich auch schon bekommen. Also wenn ich an einem Tag $800 Trinkgeld bekommen würde, ist das mehr, als ich in der Woche bei beiden Jobs verdiene. Das, ja. da kann ich mich mit einreihen. Mhm. Sorry, das ging. Na, was denn? Ach ja. Darf halt nicht illegal einreisen, wenn er einen Job will.
Wo wollen die hin? Shit. Treffe ich immer das, obwohl ich den Schlüssel habe, der Wagen offen sein muss, wenn ich hinten aufmachen möchte. Dieses Inventar-Game nervt mich auch. Aber gut. So, erstmal das hier zurückbringen. Motorrad eigentlich weg gewesen? Ich glaube schon, ne? Hallo? Packen wir das Etterli hier rein. So, wo kam nochmal der Zettel? Ach. Zettel müssen ja in genau der richtigen Reihenfolge liegen. Okay, Sally Siesta. Ja. Machen wir es so. Ach du Kacke, was war denn jetzt von wem? Ich glaube, die Krawatte war von... Ich glaube. So, und das war schon... von Juwelen, ne? War die hier frei? Nee. Ni hao. Alles klar. Masquerade. Und ist zusammengewaschen, ne? In einem. So, jetzt müsste ich quasi erst Masquerade... Ja, wir packen mal Masquerade raus. Das ist ja gewaschen. Hat er, glaube ich, gestern abgeholt. Dann packen wir mal Kronjuwelen rein. The Inventory Game. So, wo kommt Masquerade hin? Unter Thrift Shop. Hä? Pack mal sie hin. So, der ist dann leer, oder? Ja. Hauptsache gut bezahlt. Stellungnahme, Tax und Commercial Office.
Und irgendwas von Tacos, Mann. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Was mit Tacos? Also, ja, keine Ahnung. Text and Commercial Office. Ah, so. Taco. Ja, das muss ich mir gleich mal durchlesen, das interessiert mich. Gut machst du das. Mhm. Und wie das nervöse Augenlid wegen dieser scheiß Parksituation da vorne, ne? Das Augenlid? Warum? Ein Augenlid zittert. Warum? Wegen den komischen Parkplätzen da vorne. So keiner weiß, wie man da stehen soll. Sind die Linie richtig oder diese komischen Pöbel? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Du musst das so wissen. Wird sich schon keiner abschleppen, oder? Mein Auto, aber... So. Ey, wenn du mit meinem Auto abgeschleppt wirst, wirst du es zahlen. Ich hab... Ja, also dafür kann mich keiner abschleppen. Ja, siehst du? Also wovor hast du Angst? Vor Ort Unordnung! Ey, was machen sie hier drin? Hier einfach so rein. Die dürfen hier nicht sein. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert, wenn wir mit reinlaufen. Dann bleib ich hier. Gehen die echt raus? Wo habe ich jetzt die andere Krawatte hingeschaut? Ach du Scheiße. Alles durcheinander gebracht. Hätte einfach zwei Rucksäcke mitnehmen sollen. Wo ist der Kronjuwelen postet? Ach da, nein. Hä? Ach ne, Kronjuwelen habe ich ja rein... Ne, jetzt. Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Habe ich den zurückgepackt? Echt? Ich bin so verwirrt. Ich bin so unkonzentriert. Ach ne, ich habe hier schon angefangen. Deshalb. Deshalb! Noch bescheuert. Vergangenheitstobi ist nicht kompatibel mit Zukunftstobi. Und wir haben unterschiedliche Ideen. Eins, zwei, drei, vier, acht, zehn, elf. Vielleicht denke ich das hier. Gleich soweit.
ist für mich. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Nee, gar nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Großartig. Was ist nicht aufgefallen? So, Feierabend? Von lieb in Ordnung. Hast du in Ordnung. Da steht der vorne, Richtung. Ja. Bei den super Parkplätzen. Ich finde eigentlich, die Konzeption der Parkplätze ist eigentlich ganz cool so. Weil du kannst ja aussuchen, wie du parken möchtest. Ja. Park, wie du möchtest, das kann nur falsch, also nur richtig sein. Richtig, genau. Kann ich mir das Messer mal ausleihen? Hm? Achso, warte, ich brauche einen Schlüssel, ja? Ja, du kannst fahren. Das geht. Nee, danke. Lass mich gern fahren. Was soll ich damit machen? Bitte schön. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Alle auf Korn, oder? Ne, das stört mich. Das lassen wir. Gut, du hast den Schlüssel, du kannst fahren. Na. Parkplätze machen mich so wütend. Ja, aber jetzt überleg doch mal, wenn du jetzt, angenommen, du stehst jetzt so. Kann doch keiner mehr vorbeifahren. Ja, also ich finde das richtig gut, wie wir einfach über dieser Linie stehen. Ich glaube, das müsste Quan richtig gefallen, oder? Aber warum sind diese Böbbels da? Also ich sehe das Motorräder. Ach so. Was? Ich finde es gut, dass der da drüben einfach auch über die Linie rüber geht. Ja, warte. Das ist richtig gut. Richtig gut, Mann. Der hier ist richtig gut. Ja. Jetzt wird schwierig. Instructions unclear. Ich hasse das. Guck mal, Quan, wie das richtig schön über der Linie steht, das Auto. Ja, der hier auch. Und wie fährt er sich, Quan? Umdrehen. Ich wollte zwischenzeitlich anschieben. Wusstest du, dass hinter dem Fahrer der sicherste Platz im Auto ist? Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, aber ich bin der Meinung, das mal gehört zu haben. Das hat mich gerade gebrochen, die Parksituation. Oh ne. Okay, also wenn ich einfach nur dich als Anwalt loswerden will, dann werfe ich einen Haufen Mikados hin und du bist beschäftigt, oder? So schlimm ist es nicht. Der Sinn von Mikado ist Unordnung. Das ist in Ordnung. Also, nicht wirklich, aber du weißt, was ich meine. Ja. Aber wenn das, also, nee, das stört mich. Also wenn du auch meinen Kleiderschrank sehen würdest, der ist fein säuberlich strukturiert. Ganz links sind die Sakkos, dann kommen Hemden, dann kommen Hosen, Schuhe. Du Quan, ich wollte mal deine Wohnung ansehen. Magst du mir mal deinen Wohnungsschlüssel leihen? Nein. Ich möchte das nicht. Ist wieder dieser gelbe Sportwagen. Ich wollte es gerade sagen. Was ist mit dem, Alter? Den Tank gekauft, oder? Ich glaube, das ist Yoshi, der da. Das würde mich wundern, wenn das Yoshi ist. Nein, nicht. Ja, der. Nee, doch nicht. Nevermind, ich habe mich geirrt. Du, jetzt schon Engine aufhört. Nein, ich das Fenster aufgemacht. Beifahrerfenster. Ich nicht.
Hey, wie geht's? Alles gut. Ja, alles gut da drüben. Hallo, ja. Ich bin gerade am Telefonieren, Entschuldigung. Ja, alles gut. Sitzt du da so allein im Auto? Vermutlich schreibt sie doch eine Nachricht. Oder so. Tai. Tai, ich bin. Oh Gott, ich bin schon. Das ist Charlie. Ich dachte, das war. Okay. Nein, das ist. Das ist Charlie, der da im Auto sitzt. Charlie sitzt da im Auto. Aber warum kommt er nicht? Ja, keine Ahnung. Warte mal. Ja, es ist Charlie. Vielleicht im Auto eingepennt oder so. Ich sag ja, es ist Charlie. Haben wir uns heute abgesprochen, Tai, oder? Also, ich habe mich nicht abgesprochen. Das ist einfach nur, wir haben halt beide Geschmack. Ja. Einfachheit siegt. Wir hören einen Podcast gerade fertig. Ah. Mhm. Ja. Podcast hören, so nennen sie es heute. Genau. Hey. Voll aus dem Flau geholt, Mann. Ja, Entschuldigung. Es sah nur so traurig aus, du saßt da so alleine. Arbeiten. Mhm. Du warst arbeiten. Nee, ich dachte, du hast den Podcast gehört. Chat von Arbeiten. Achso, ja. Du meinst Chai, ja. Mit nix tun, arbeiten und Geld verdienen, das wäre schon was. Ja, also eigentlich kannst du das in der Wäscherei haben. Kannst du, also nix, wo sein muss. Je. Ja. 8 Stunden die Woche kann man die aufmachen und es kommt eh keiner vorbei. Nee, komm rum. Hm. Aber es ist mir ehrlich gesagt zu langweilig. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Wan Shanghao, ihr Nutten. Ich wusste. Wan Shanghao. Was willst du drauf, Matratze, denn jetzt? Oh, touché, 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 touché. Oh, hab ich nicht mitgerechnet. Hast du ein Messer bei? Ein Schlagring. Achso, ja. Immer noch. Ich hätte den gerne. Ja, ist bestellt. Achso, jeder, der gestern nicht dabei war, der sollte einmal Haris Nummer bekommen. Achso, ja, der verkauft auch so Zeug. Aha. Aha. Harry. Okay, ja. H-A-R-I. Achso, ich hab H-R-Y, also... Ich auch. Ich hab ihn. Nein, so haarig ist er nicht. Nein. Ja, ich dachte, ja, keine nicht Ahnung. Harry, aber gut. Ich ist ja ein Zauberer, keine Ahnung. Harry, Mann. Harry. Ja. Kann ihm gerne eine Narbe aufs Gesicht malen. H-R-R-I? Also Harry. Harry, ja, Harry. Genau. Harry mit Hartmann. Mit zwei R oder mit I? Mit einem R. Ja, also mit einem R und einem R. I. Warte. Mit zwei R oder mit I? Also Hi dann, oder wie? Ja, wo das Ja. Wie heißt der? Wie schreibt man das? Es sind 4 Buchstaben, Leute. Hartmann. Nein, der Nachname hat doch keine 4 Hartmann. Buchstaben. Hartmann, ja. Hartmann, nur mit wie noch einem N nehme ich mal. Ja, mit 2 N. Ich finde, warum mit 2 Mann? Wie eine oder mit 2? Also ein Mann europäische oder 2 Männer? Ach, ich weiß doch auch nicht. Okay. Ich bin doch nicht aus Norwegen, mit Mann. Mit DT oder mit T oder wie macht... Nein, mit T. Alter, mit T? Also,
Ach so, mit T? Ich dachte mit D. Ich dachte, der ist echt hart, Mann. Egal. Gut. Warte, er hieß jetzt nicht Harry Harrymann, oder? Er heißt, nein, der heißt Harry Hartmann. Das wird ja immer schlimmer. Also ich würde dann Harry, jetzt gerne Harryman, zur Nummer Mann? Überspringen. Warum hast du die noch nicht? Ich brauche die Nummer bitte. Das ist die 338. Ja, sie war nicht dabei. 634. Die kannte die. 634. Ja, aber ich habe den nicht nach seiner Nummer angequatscht, Mann. Nichts am Telefon besprechen, einfach nach Agave und Dicksaft fragen. Nicht schon wieder. Oh yeah. Oh nee. Ja, das ist schuld. Oh yeah. Er hat aber auch irgendwas sowas wie Orangensaft oder so shit. Ja, weil er bestimmt am Telefon auch weiß, was gemeint ist. Ihr macht das schon für mich. Ihr habt das im Griff. Wie gesagt, der Schlagring ist doch schon bestellt, also so ist es nicht, ne? Ja, das ist gut so. Ich muss nur Spence noch rankriegen. Wer ist Spence? Sag mal, hast du kurz... Also wirklich, die erzähle ich nie wieder was. Wer ist Spence? Ja, nee, jetzt werde ich es denn. Jetzt hast du es nicht verdient, das Wissen zu haben. Aber ich will dieses Wissen haben. Das wäre schon das, glaube ich, zweite oder dritte Mal, dass ich dir das erkläre. Shit, das sind so ein Juwelier oder so, Mann. Genau. Ja, da kommt dieses Spielzeugauto wieder. Ich hätte doch lieber gerne ein Messer. Nein, aber der Meriwether war heute sehr lustig, muss ich sagen. Sehr gewissenhaft. Oh, ja, ja, wir kommen an mit einem Winterswäscheauto. Mit Winterswäscheklamotten und Wäschekörben in der Hand. Und er fragt, was ihr möchten. Wir sagen dann, Wäsche abholen. Dann sagt er, okay, was wollen Sie denn bei einem Juwelier? Wir sagen nochmal, Wäsche abholen. Ich glaube, er hat es erst beim dritten Mal verstanden. Ja, vielleicht wollte... Mir fällt echt nichts ein. Staubsaugen. Ja. Aber er hat nach der Frage auch selber, glaube ich, gemerkt, wie dumm die Frage war. Also Lee und ich haben uns dann nur angeschaut und haben so gesagt, ja. Also, das ist schon eine ziemlich dumme Frage, die du da gerade stellst. Ja. Und was sagte er dazu? Hat er ignoriert. Ich glaube, er das hat ist schade. Ich glaube, er innerlich rot angelaufen. Weißt du, innerlich wäre gerne, weißt du, wäre gerne im Loch versunken, wenn er gedurft hätte. Das ist, als ich kann auch helfen, Leute innerlich rot anlaufen zu lassen. Das ist, als würdest du sagen, yo, danke, dass du mir das Essen gebracht hast. Guten Hunger, ja, danke gleichfalls. So. Und dann, ja, weißt genau, du bist ja nicht rot, aber du bist ja halt schon echt unangenehm. Das sind die Sachen, von denen du nachts nochmal träumst. Genau, da kannst du dann nicht schlafen, so. Mhm. Ist wie wenn du zur Lehrerin Mutti sagst, ja? Oh mein Gott. Es ist jedem Mal passiert. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. Nein. Echt unangenehm. Ich glaub, jetzt nur ist mir dir auch nie passiert. Nee, hab ich nie gesagt, dass mir das passiert ist. Eine Freundin meines Schwagers hat das auch mal gemacht. Das war richtig komisch. Die Freundin eines Schwagers? Ja, ja. Also dessen also von Bekannten, die Freundin eines Schwagers. Wir kennen jemanden. Ja, also halt, und also der Bruder von der und... Schanger. Ich dachte, ich wäre im Weihnachtsfieber. Entschuldigung. Ja, nee, ich war schon fertig. Wer ist im Weihnachtsfieber? Warum hat das Italy eigentlich donnerstags nie offen? Das Italy? Ja. Weil keiner Bock hat, im Moment zu arbeiten. Ja. Ja, gut, dass bei uns drinsteht, dass wir immer mittwochs und donnerstags zum Italy müssen. Ja, nun. Vielleicht solltet ihr das auf Montag und Mittwoch ändern, weil Montag und Mittwoch bin ich da. Der Mittwoch wird abgeholt. Guck mal, der macht Runde 2. Entschuldigung. Ja, das Auto war so auffällig gerade, ja? Dann bei Genki vorhin. Naja, aber wenn wir das Mittwoch abholen und erst Montag wiederbringen, fehlt das doch alles. Nun. Shit, warum macht außer dir niemand den Laden auf? Da sind doch genug Leute, die ständig rein und rauslaufen. Ja, was mit, diesem nicht, Adonis? Was mit Adonis ist. Keine Ahnung, der macht sich ein Latte Macchiato. Mit dem Van Beekmann. Extra viel Matsch, ja. Mit den Chefs halt, die sollen auch mal in die Küche, Mann. Der hatte mir das letztens angeboten, wo ich so durch war. Warte, was hat denn... Die zu fein, oder was? Nein, er wollte sich das Hemd hochkrempeln und mit in die Pizzaschnecken greifen. Aber ich habe gesagt, die Scheiße bade ich alleine aus. Was hat denn Macchiato mit Matcha zu tun? Ja, richtig. Wir sollten Latte Macchiato anbieten mit Matcha-Tee. Ist eigentlich voll die witzige Idee, weil dann kann auch er das wirklich mal allen Ernstes sagen. Ohne dass ich dabei kotzen muss.
Ja, wieso Tee? Du kannst doch einfach so das Matcha einfach da oben drüber machen, so für den Spice. Oh ja, so gestreut oder so, ja, wie, genau. Diese, wie diese Kürbisgewürze. Ja, genau, so Pumpkin Spice, Matcha Spice. Da ist überhaupt, das habe ich jetzt erst erfahren, dass da überhaupt gar kein Kürbispulver drin ist. Ich dachte, da wäre Kürbis drin. Ja. Deswegen habe ich mich nie getraut, das zu bestellen. Ich dachte, irgendwie so gemahlener Kürbis klingt echt widerlich. Was ist da denn dran drin? Gar nichts, sondern die schreiben es einfach nur drauf und weil du denkst, dass das Kürbis ist, dann ist das, dann, ja, dann schmeckt das auch so. So ein Ding ist das, glaube ich. Nein, du würzt Kürbis damit. Eigentlich. Warte, deswegen heißt es Pumpkin Spice. Okay. Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt. Na gut. Cool, dass wir jetzt bei dem Teil des Abends sind. Wann soll denn mein Schlagring kommen, sag mal? Ja, wenn ich den erreiche. Aber ich erreiche ihn gerade nicht. Und lass beim Zuhause vorbeifahren. Shit, was kostet ein Schlagring? Ich weiß nicht, wo er wohnt. 1-1. Warum ist der $100 teurer, Mann? Weil Harry wahrscheinlich die schon gut vertraut, so. Und er arbeitet für ihn so und der hat ihm schon einiges erzählt. Ja, das Gespräch gestern war sehr interessant mit Harry. Ja, genau. Ist irgendwie ein sehr direkter Mensch. Sehr, sehr direkt hier. Ja, sehr direkt. Er kam so an und meinte so, also ich bin nicht so der Mensch, der drum herum redet, ich komme einfach mal direkt an. Wollt ihr Waffen haben? Ja, das finde ich sehr, Die Zulieferer für Hieb- und Stichwaffen. Er hat sogar gesagt, er wäre bei Aktionen dabei, aber er wird dann ohne Kutte machen. Ja, das einfach so frei heraus. Was denn, Mann? Das ist voll der Gute. Ich hätte da schon ein paar Vorschläge. Wenn der hat auch spontan gesagt, dass er ein One-Percenter ist, ne? Also. Ja, gut, das steht ja auf der Kutte drauf. Steht auf der Kutte, also das steht auf der Kutte? Okay, das habe ich nicht gesehen. Kleinraum 1 bis 10, wenn dir das sicher ist, dann kriegst du das auch alleine hin. Ich hab's einfach nicht gesehen. Boah, ich hasse den Typen heute, ne? Dann mach halt Augen auf. Kaum hat der Cap auf, fühlt er sich wieder stark, ey. Ja, wir sind vorhin kurz runtergeflogen. Heiß Kaufhaus-Korps, Mann. Nein, das ist keine Kaufhaus-Cop-Cap, das ist die blaue. Das ist eine Kaufhaus-Cop-Cap. Ja, das gerade mit seiner Klasse auf Wandertag. Nein, das du hast... Das ist die blaue. Lass dir doch mal in Ruhe. Wandertag. Das ist die blaue. Jetzt fange ich ja an, über Metal-Charlie zu reden. Metal-Charlie? Das ist Piraten-Charlie, Entschuldigung. Das ist Koch. Was denn jetzt noch alles? Kombüsen-Charlie. Ja, richtig. Kombüsen-Charlie. Kombüsen-Metal-Charlie. Charlie, kannst du mal sagen, ei, Puto? Ich hab's nicht verstanden. Charlie, sag mal ei, Puto. Nee, du, das klingt nach einem fiesen Plan von dir. Nee. Spanischer Pirat. Spanischer Pirat. Ja. So, können wir nochmal ganz kurz über die Lady reden, die da drüben steht? Ich dachte, ich mag Weihnachten, also die ist sogar mir zu viel. Na, hast du jetzt einen Weihnachtsbaum angedreht, oder? Nee, nun, ich bring den einfach mit und stell den da hin. Von welchem Lady? Der dieser gelb-blaue Wagen gehört. Die ist gerade reingegangen. Auto. Ja, wenn die reingegangen ist, wie sollen wir die dann sehen? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, die da eben stand. Du musst zuhören. Von Mann, wie du hattest nicht da, also wirklich. Ich habe doch keine Röntgenaugen. Halt echt. Dann würde ich sie jetzt auch nicht sehen. Ich habe sie ja gerade eben schon gesagt. Ich hasse euch. Oh, ich zieh mich. Ja, aber lass uns doch alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute mal reingehen. Ich bin verzählt. 4, 6, 7 Leute reingehen und Weihnachtslieder sagen, ich möchte sie bitte mal kurz sehen. Bleiben Sie mal stehen. Sind Sie die Weihnachtsfrau? Finde ich toll. Ja, scheiße, ich finde sie auch kacke. Entschuldigung, cool. darf ich dich mal eben begutachten? Dreh dich mal um, Püppchen. Och nee, also Püppchen finde ich ja noch es fast okay. Es ist ein bisschen okay. Zu viel, ja. Aber Schnalle wäre gut Perle. Warte mal. Also du sagst Püppchen wäre fast okay, während Lee sagt, ja, das ist schon zu viel. Das ist auch schön. Ja, wir haben alle unsere Grenzen, weißt du. Ich merk's. Meine liegen tiefer. Ist okay, Püppchen. Oh. Okay, meine liegen doch höher. Gibt da sehr cooles Lied zu. Egal. Was machen wir heute noch? Machen wir überhaupt irgendwas? Keine Ahnung. Ja, rumstehen und Präsenz zeigen. Hm? Jeder schnappt sich ein Auto und dann fahren wir einfach mal bei den Vagos vor. Ja, und dann? Wer ist alles versichert? Ich noch nicht, ich möchte mich gerne versichern. Ich bin versichert. Ey, versichert euch mal, das Charlie, ist wirklich gut. Lass uns mal versichern. Ich möchte gerne versichern. Ruf mal die Versicherung an. Das ist ja doch nichts, was eh nicht eintritt.
Doch, das macht aber gerade Sinn. Das ist, also der Mann hat gesagt, das so eine Schusswunde... Ist schon eingetreten, Mann. Shit. So eine Schusswunde wird teuer. Wenn man es überlebt. Shit. Ja. Ja. Na gut, dann ist das ja. Also Beerdigungen sind echt nicht günstig, ja. Aber ich habe nicht vor, eingeschossen zu werden. Ja, du nicht. Du vielleicht nicht. Ja, du vielleicht. Ich hab's auch nicht. Also Vi hat's offensichtlich vor. Offensichtlich, ja. Also jeder hat sein Kink, aber das finde ich ein bisschen extrem. Scheiße, vierte coole Narbe, Entschuldigung. Das ist genauso wie gestern im Süden, einer der Jungs ein Video von mir wollte, wenn an der Tankstelle was explodiert und Leute und Leichenfetzen rumfliegen. Mann. Ja, fahr doch noch langsamer vorbei, mal mit deinem hässlichen Dreckswagen, Mann. Ich hoffe, das hast du gehört, du Pisser. Das war dein Kumpel, glaube ich. Ach so, den wollte ich mal zurückrufen. Warum ruft der mich nicht zurück? Warte mal, ich muss mal meinen Freund anrufen. Warte, ich versuch's einfach mal. Warte mal auf, Dings versuchen. Ich bin nicht am Telefon. Mach mich fertig. Wenn ich euch drei hier sehe, wird mir direkt kalt. Es ist voll. Hola, que pasa? Also ich verstehe auch nicht, wie man so noch rumrennen kann. Also mir ist schon in der Jacke kalt. Hä? Warum ist euch kalt? 13 Grad. Es ist Los Santos. 13 Grad. Was, 13 Grad? Ja, kommt auf den Wetterbericht. Was denn? Wo? Es wie? Es gibt einen Weasley, was soll ich damit? Schaut auf den Wetterbericht mal. Ach, war das dieses komische Ding, was du vorgelesen hast? Ja, ja. Klonen, falsch, Mann. Was meinst du, ob ich hier im Mantel stehe? Haltet halt direkt an, Mann. Komm mal aus dem Tunnel. Ja, sehen. Er sollte nicht telefonieren beim Autofahren. Und jetzt sind wir da. Autofahren beim Telefonieren ist nicht gut. Ja. Sehen Sie nicht meinen Ohrstecker im Ohr? Oh. Als ob der mit seinem scheiß Ohrstecker. Du musst den Wagen ausmachen, das ist nix für die Umwelt, mein Freund. Ich steige jetzt nicht aus, ich komme vielleicht gleich nochmal vorbei. Aber erst ja, weil wir euch sonst verhauen, weil wir so gefährlich sind. Was? Muss man alle ums Fahrzeug rumstellen? Moment. Ja, richtig. Weil ich schon mittlerweile 4 oder 5 Freunde habe, die sind nicht so. Dominant und einschüchternd, Entschuldigung. Erzähl. Kollege, was sagen Sie zu der Aussage? Was? Was? Ja, interessant. Mhm. Interessant. Okay, Moment, jetzt kriege ich wieder einen Anruf. Okay, haben die gekifft oder was? Ja, das ja, jetzt auch gesagt. Ja, bis dann. Mach's gut, so. Ciao. Wichtiger Einsatz und so. Blaulicht, Mann. Das hast du dir gerade einen... Hast du... Ist das... Okay. Was denn? Mach nix. Wenn ich denke, was es ist, dann ist es definitiv dann mach ich kein mit. Joint. Das riecht gut, Mann. Warte. Hast du mir irgendwas mitgebracht oder rauchst du jetzt dann meinen Schritt ganz allein oder was? Also das alles ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja? Also jetzt mach mal. Das ist quasi alles mein Shit. Ja, quasi ist es auch fast richtig und auch nicht. Oha, $5 für Zigarettenschachteln bei Redwoods. Was, $5? Ja. Aber auch nur in der grünen Woche, das finde ich irgendwie witzig. Oh, grüne Woche verstehe ich gerade irgendwie voll gut. Aber sind auch Kippen drin oder kaufst du nur die Packung so? Weiß ich nicht, vielleicht kaufst du auch nur das Papier. Ich glaube, du kaufst wirklich nur das Papier, Mann. Wollen wir da so ein bisschen Vorrat anlegen? Oh. Ist gut, beruhig dich. Ist ja witzig, ich habe euch beim Reden zugehört, ich habe die Geräusche gehört, aber irgendwie nicht verknüpft. Was habt ihr gerade gesagt? Spann dich mal, Kollege, Mann. Ich mache gerade wenig die jetzt schon wieder so Kollegen aggressiv. Ich werde auch wütend, Mann. Aber wo ist denn dieses Redwood-Ding-Shit? Von was redet ihr gerade? Wo ist denn das Redwood-Ding-Shit? Für $5 eine Schachtel Kippen kaufen kann. Ja, richtig. Das haben wir nicht richtig gelesen. Warum kriegt man dann für jede Schachtel, die verkauft wird, spenden die $5. Na shit, nee, dann. So. Nee, dann nevermind. Ich dachte, $5 für eine Schachtel, dann würde ich ganz viele kaufen. Ja, du musst die Sätze auch bis zum Ende lesen. Das hat Lilly reingeschrieben. Was? Lilly hat das in die Gruppe geschrieben, nicht weil. Achso, ich dachte, du hast so Venture gelesen. Was hab ich denn jetzt wieder gemacht? Nee, shit, man. Nee, das machen wir nicht, man. Nee, wenn die pro Schachtel $5 spenden können, dann sind die jetzt schon viel zu teuer, die Schachteln. Die soll man uns spenden. Autokorrekt schlägt zu, oder? Ja. Du bist auch eine Lügenkresse, Mann. Das passt aber zur grünen Woche. Wollen wir noch zum Automaten runterfahren und schauen, ob die da noch so günstig sind? Also, darf ich fahren? Nee. Oh. Warum nö? Irgendjemand schreibt hier SMS? Ist furchtbar. Irgendwas piept die ganze Zeit in meiner Hose. Das würde jetzt jeder sagen. Kannst du bitte einfach zu deinen Lügenkressen stehen? Nein, das war wirklich die Autokorrektur.
Wer denn Lügenkresse sein? Welche Autokorrektur gibt denn Lügenkresse ein? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Naja, in der China halt, man. Ich hab das gebraucht gekauft, das Handy. Jetzt weißt du auch warum. Hat das noch Tasten? Musst du dreimal auf die Taste drücken, damit der dritte Buchstabe bekommt? Musst du da so eine Antenne oben rausziehen? Oh ja, ja, hier ist Young von Winters Wäsche. Ach, okay. Wollte eigentlich die Wäsche zurückbringen, aber jetzt habe ich schon Feierabend. Ja, das ist nicht schlimm, weil im Italy, wir haben heute geschlossen. Welchen Bastard? Hätten sie auch niemanden angetroffen. Ich hatte nur zurückgerufen, weil ich nicht wusste, wer angerufen hat. Okay, dann können wir das ja entweder morgen oder die Tage machen. Wenn sie wissen, dass sie donnerstags nie da sind, dann können sie das... Eigentlich sind wir immer da donnerstags. Das ist gerade eher der Ausnahmefall. Gerade eher die Ausnahme. Okay. Ja, einfach aufgrund, ja, ich würde sagen, staatsweiter Personalknappheit oder so. Hat noch wer einen Energy Drink? Okay. Ja, das ist Anti. Komm ich die nächsten Tage mal vorbei. Ich werde dann gerne wieder vorher anrufen. Dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich dachte, wir fahren jetzt los. Ciao. Zu Moss and Schrins Shit. Dann rennen. Probier ich krank, was ich. Ah. Das sehe ich nicht. Nee, das sehe ich nicht. Ja. Wen siehst du nicht? Also, dann ich muss jetzt letztes Mal meine Rechnung nicht bezahlen. Ja, natürlich ist die available, Mann. Halt doch die Fresse. Um 80 Dollar. Er ist available. Ich habe 130 bezahlt. Aber, ja. Wie viel bezahlst du für die Versicherung? 130, 150. 150 im Monat. Aber ich bezahle über 150. Ach ja, ich muss wieder überweisen. Na, ich auch. Oh Mann. Seit dem Monat schon rum, aber... Was soll das denn heißen? 1-10? Okay. Ich hab wahrscheinlich eine E-Mail bekommen, oder? Naja, genau. Verwendungszweck. Das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Ja, ist nur die Zahl anders. Passt. Oder zweimal im Monat mit einem Schlagring auf die Fresse bekommen, dann lohnt sich das auch mal. Sei doch nicht so. Also ich verstehe eure Logik halt einfach nicht. Ob ich bezahle, halt guck mal, wenn du 2000 Dollar an Dings hast. Da guck, das ist die Lady, Mann. Wer zahlt 2000 Dollar? Das ist die Lady. Guck dich die Lady an. Ja, das ist die Chefin. Das ist die Chefin? Ja. Die lebt Weihnachten noch mehr als ich. Das ist niemand, Mann. Die da am Fenster steht.
Ja, aber woran machst du das fest? An dem blauen Pulli mit dem Pferd drauf, das eine Weihnachtsmütze trägt und der Weihnachtsmütze, die aussieht wie ein Schokopudding. Ist das kein Pferd? Was ist das? Nein. Ein Einhorn? Nein, das ist so ein Rentier. Okay, von mir aus dann das. Bleib dabei. Scheiße, die sieht aus wie ein erschossenes Rentier. Siehst du? Dann freut sie sich vielleicht über deinen Weihnachtsbaum. Ja, das denke ich. Eigentlich schon Tag Station. Oder Nacht? Ja, abwechselnd würde ich sagen. Ja, Mann. Ja, Mann. Mal so. Es kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. So ist es im Leben, oder? Ja, geht immer um Perspektive. Was man oben? Was wollten wir jetzt machen? Auch jemand einen Club, der kostet 2.950 Dollar auf Verhandlungsbasis. Von Happy Wheels? Nein, von H1GH. H1GH? Also hi. Hi. Hm. Hi. 2.950. Mhm. Das ist ein bisschen viel Geld. Oh, das für so ein hässliches Auto. I don't know. Dann lass doch da drüben. Ist ja eine, oder nicht? Ein riesen Lautsprecher aufs Dach blinden oder so. Hier steht ja, doch, dass der den Club für 2.950 verkauft. Wird auf Verhandlungsbasis. Genau, und unten drunter wird ein Club verkauft für 3.200 Dollar. Aber direkt danach. Ja, er wollte halt den anderen unterbieten. Mhm. Das hat er geschafft. Ja, gut, ich gehe dann halt allein zum Genki. Gehen wir zum Genki. Wieso gehen wir nicht zum Genki? Hey, dann gehen wir zum Genki. Weil keiner was gesagt hat. Zum Genki. Keiner hat was gesagt. Wurde einfach konsequent ignoriert. Wer bist du denn? Ich bin Markus. Weiß ich doch. Ja. Ja. Achso, könnt noch fahren. Die paar Meter. Wir sehen ihn zum Genki. Guck mal, schon merken die gar nichts mehr von der. Weißt du, gar nichts mehr von dem Viertel so. Ja. Weil die nur noch motorisiert unterwegs sind. Bisschen frische Luft genießen, also. No. Einfach mal. Ich höre der Stadtluft. Gefühl. Ja, auch einfach mal das Gefühl mitbekommen. Und wenn jetzt hier die Vagos hier vorbeifahren, dann sehen die uns hier auch rumlaufen und nicht nur rumfahren. Weißt du, das ist ja was so ein Ding. Ja, wie ich sagte, Präsenz zeigen. Ja, genau. Richtig Kafkaeske. Ja, das ist richtig Kafkaeske. Ja. Hier rechts stand letztens PD. Ich weiß gar nicht, was da los war. Vielleicht, als jemand zu schnell fährt. Auf dem Parkplatz? Ja, dann fahren die schnell raus, weißt du? Nee, die standen da direkt an der Treppe. Ach so. Was da gerade los ist beim Genki so. Ach. Mit richtigen Fressfleisch. Hast du einen Schokopudding? Nee, wir sind doch gleich beim Genki. Ah, hey.
Viel Spaß. Hallo, Kiki. Hallo. 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 Und schon auch. Nehme ich jetzt auch was? Nee, eigentlich gar nichts. Das ist ein paar Heuschreckenschips, Mann. Die gehen doch immer. Ja, das stimmt. Ich weiß schon genau, was ich bestelle. Na? Wir gleich sehen. Ramen mit viel Wasser. Hey, 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 hey. Ich möchte die ganze Spannung nehmen. Welche Spannung? Du hast gesagt, du weißt es. Du hast nicht gefragt, ob wir es wissen. Ja, ich hab's nicht gewusst, falls ihr es hilft. La, da, 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 da. Waren die Lichter ja schon immer so grell? Bin dir ganz angenehm. Okay. Ich hab die Befürchtung, das liegt an dir, Lee. Nicht so ungut. Weißt du, Mann, ich glaube, die bestellen den ganzen Laden. Hier ist die Speisekarte. Ja, nehme ich. Hey, den kenne ich. Komm gern zu mir. Dann mache ich Ihnen das fertig. Hallo. 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 Vielen Dank. So kaum in Dusche. Ja. Wisst ihr schon, was ihr möchtet? Ja, ich wollte eigentlich dieses berühmte soll gerne. So ein ganz scharf. Ich nehme einfach so Chips. Das ist eine große Gruppe. Ich muss immer einen Block rausholen. Das kann ich mir nicht alles merken. Was haben die denn alles? Ich will so eine Chips. Okay. Also einmal so Chips. Nein, Chips. Schreit doch nicht so, meine Fresse. Einfach. Gibt es das auch als Menü? Was gibt's denn? Was gibt's denn so? Doch, da unten. Also, da hätten wir also, gebratene Nudeln oder. Jo, nehme ich. Oh, ich gehe, okay, dann mache ich nicht weiter. Also, die gebratenen Nudeln. Ne, ich kann sonst auch nochmal alles runterrattern. So, aber kannst du das so ein bisschen extra Gewürz drauf machen, damit das so ein bisschen schärfer ist? Und auf alle Fälle Mochi. Schön, danke. Ja, das würde ich dann. Ah, und auch doch so noch so extra knusprige Heuschreckenchips. Wir möchten aber gern als Menü machen. Ja, gerne. Ich esse nämlich nicht so gerne. Das Menü haben. Dann anstatt den Heuschrecken. Nein, ich esse nicht so gern. Würzig, aber scharf mag ich. Das ist was anderes. Okay, ja, alles klar. Aber scharf ist doch ein Gewürz. Okay. Nein, scharf ist Fleisch. Scharf ist ein Geschmack. Alles klar, mache ich Ihnen fertig. Jo, danke. Ach, was? Gerne. Ich würde auch so Heuschreckenchips nehmen. Okay. Mhm, alles klar. Jo. Ja, lass uns ich würde einmal auch die Nudeln nehmen. Aha. Ich will auch die Nudels. Okay. Ich auch. Schön. Also viermal Nudeln. Nudelparty. Oh ja. Noch ein Getränk oder so dazu? Ich nehme eine Rainy Energy, wenn ja. Na klar. Aber nicht dieses Krause Zeug, das ist mir zu süß. Aber das führen wir hier auch nicht. Ah, okay. Das werdet ihr niemals, also niemals werdet niemals? Ihr das sehr, sehr, okay. sehr gut. Gute Einstellung, Mann, das ist echt lobenswert. Kein das schmeckt einfach nicht. Das ist Gullywasser, habe ich gehört. Ach was? So, ich dachte Hühnerfüße. Naja, das stand in der Presse, Mann. An Hühnerfüße könntet ihr echt mal einführen. Aber Hühnerfüße könntet ihr wirklich dolle einführen. Zwei Cokes noch oder so dazu. Alles klar. Die, genau. Die verkauft doch kein Koks. Das? Coke, na klar. Ah, Coke. Doppelt ist dann die Cokes. Ja, da war mal Koks drin, hast du es gewusst? Ja. Alles. In der Originalrezeptur. Wir werden noch ewig hier stehen. Das ist völlig in Ordnung. Einfach rückwärts und langsam weggehen, dann merkt es keiner. Macht man bei dir. Es kommt die typische T-Rex Frage so, aber wieder. Zum hier essen oder mitnehmen? Zum hier essen. Hier essen, ja. Und getrennt oder zusammen? Das tut mir getrennt, so leid, aber das wird getrennt. Getrennt, werden. Das ist völlig okay. Wahrscheinlich wird das aber ein bisschen dauern. Okay, ich mache das fertig. Kannst du Kiki was ausrichten? Na klar. Sag ihr bitte, sie strahlt wie der Neumond. Och, du bist so klasse. Oh, Lee, okay. Danke. Soll ich auch sagen, von wem? Da brauche ich noch den Namen. Ja, von Lee. Okay.
kaputt. Bis gleich. Hä? Wie, was strahlt sie? Wie der Neumond. Nee, was ist das? Wie der Neumond, ja. Also, es ergibt übrigens nicht gar nichts, Mann. Also, nee. Sich hier hinter zu verstecken ist ziemlich dumm, weil der Jon ist nicht so. Ja, danke, 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 danke. Das war der Witz, du Blödmann. Und den, wenn man den erklärt, wird er noch viel unweniger witzig und so. Ja, aber er war schon noch nie witzig. Der war schon, ja, der war schon so sehr schlecht. Ja, ja, dann tut euch doch gleich zusammen. Ja, ja, tun wir auch. Und ist der beste Freund. Habt ihr schon eine Wohnung zusammen? Nee, noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber wir reden schon gleichzeitig. Alles klar, wollt ihr noch die Sätze einander irgendwie beenden oder so? Nein, eigentlich könnten wir das. Warum nicht? Was? Oh, Scheiße. Das ist echt unheimlich. Nein. Scheißes. Verkaufe einen gebruchten Suppenschüssel. Suppenschüssel? Was sind eine Suppenschüssel? Nee, gebruchten. Eine Schuppenschüssel? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Meint ihr, man darf hier drin rauchen? Nein. Ja, siehst du ja vor Aschenbecher? Glaube ich nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Können ja gerade in der Reinigung sein von Aschenbecher-Reinigungsverein oder so. Aschenbecher-Reinigungsverein. Mit die Spülmaschine, glaube ich. Nun. Warte, du packst die Aschenbecher in die Spülmaschine? Ich habe keinen Aschenbecher. Shit, wo denn sonst hin? Keine Ahnung, einfach immer unter den Wasserhahn oder nicht? Aber die Spülmaschine ist doch einfach raus. Der ganze Siff ist dann doch in der ganzen. Also, da riecht da nicht auch die ganze Waschmaschine nach. Waschmaschine? Spülmaschine? Shit, Mann. Ja, na, egal, Mann, dann riecht das doch alles nach Nikotin, Mann. Vielleicht. Ist doch scheißegal, wo ich das reinpacke, verdammte Kacke. Also, du machst das vorher grob sauber. Siehst du, aber ich bin froh, dass ihr beiden euch über den Haushalt schon einig seid, wer den dann machen wird. Zumindest bügeln wir keine Schnürsenkel. Das ist aber auch wichtig. Oder Socken. Schissen. Und Unterwäsche. Damit es nicht krumpelt. Ja, Unterwäsche ist okay. Was macht? Also die richtige Unterwäsche. Krumpelt. Deshalb ist Charlie immer so entspannt, weil er gebügelte Unterwäsche hat. Ja, richtig. Aber warum klappt das bei dir nicht? Weil ich Spitzenunterwäsche trage und die kratzt. Ach so. Beträgst du für einen Unsinn? Steckt Wollunterwäsche. Guck mal, Razzia. Die kratzt und piekst. Oh, Wollunterwäsche. Gleich zwei. Ah, oui. Sirene, das ist ja voll langweilig irgendwie. Ja, hast du den... Stelle an, Vater. Mhm. Blinklicht. Ja, keine stille Anfahrt. Stille Anfahrt, okay. Oh, und die müssen mal dringend los. Die haben es eilig. Die zwei da links. Wenn wir nicht über Dinge reden, die hinter meinem Rücken passieren, dann fühle ich mich so ausgeschlossen. Schön das Licht. Ja, der ist über den Bordstein gezimmert. Holy shit, diese Felge. Besser als über Die hat Löcher. Du solltest da heute nicht drüber reden. Jetzt weißt du, warum ich den Kalenderwagen habe. Wie geht der Typ denn in dem Anzug wandern? Mal, das bitte. Ist so ein Lederwanderoutfit, Mann. Das Lederwanderoutfit. Ich glaube, der lag unter dem Tisch. Dafür sind die Tische also unten hohl. Das ist voll praktisch. Hm. Hier, für eine hungrige Wandergruppe, die gerade vom nächstgelegenen Mount Chiliad kommt. Hm. Yep. Nennt sich FIB Tower oder so vielleicht. Also da kann man hochwandern? Ist das, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du im obersten Stock wohnst, dann nimmst du immer einen Wanderrucksack mit. Aber lass mal alle Wanderrucksäcke kaufen und wie Touristen anziehen und alle mal vor dem FIB-Gebäude stehen und sagen, wir wollen hochwandern. Wir trainieren dann für den Mount Chiliad. Jeder mit so einer Kamera um den Hals. Nee, ich krieg so einen Selfie-Stick. Noch so Anglerhüten. Ich krieg einen Selfie-Stick. Nein, du bekommst keinen Selfie-Stick, du tötest damit jemanden. Ja. Klar. Und zwar dich selbst. Ja. Aber nur wenn ich verwirrt bin. Also immer. Oh oh. Aber dann werde ich zu einem Voltoball und setze Finale ein. Aber du tötest dich und dann entwickelst du dich in einen Voltoball? Was? Das ergibt alles keinen Sinn. Das ist ein Voltoball. Ich hab dir einen Joint zugesteckt. Vielleicht solltest du den benutzen und dann verstehst du auch wieder, wovon ich rede. Ich hab dir mal einen Blunt zugesteckt. Du kannst schon die Fresse halten. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es meine letzte Abzahlung dafür war. Ja, hoffe ich doch. Ja, von wegen Fresse halten. Halt du das nicht. Ich habe echt so Hunger, Mann. Nein, selber. Ja, wir beide die Fresse halten, das wäre voll angenehm. Na okay, da können wir uns drauf einigen, oder? Ja, wie lange? Warte mal, Quan soll die Fresse halten. Ja, Quan soll die Fresse halten. Jetzt haltet doch die Fresse, Mann. Uiuiui. Bist du? Hast du deinen Typen erreicht? Was, einen Typen? Was? Meinst du mich? Es ist eine Gruppe von 7 Leuten. Meinst du Spence? Es ist Gruppe. Nee, den anderen. Kriegst du von Spence den Schmuck? Ja. Ja, dann hopp. Was ist ja auch ein Juwelier.
Richtig. Macht Sinn. Ist der besetzt so mit Diamanten? Ja, mit dem guten Sicherheitsdienst. Oh, das wäre voll hübsch mit auch so ein paar Straffsteinchen. Straffstein? Strasssteinchen. Strass? Was? Ich krieg dieses Wort nicht mehr. Ach, du meinst so Kiesel? Oder was? So Pflastersteine drauf. Brandsteinchen meinst du? Sand. Nein. Was? Meinst du Muscheln? Einfach so Muscheln vorne dran, oder wie? Nein, Perlen, glaube ich, meinst du. Perlen. Perlenketten. Ja, vielleicht will die im Pearl-Effekt darauf sprayen. Oh ja. Das wäre schon ziemlich beschissen. Das wäre schon echt hässlich. Das wäre schon beinlos jetzt. Spence ist zu reich fürs Telefon, da geht nicht ran. Hast du es jetzt wirklich 60 Sekunden lang versucht? Nee, 30. Ruf immer 30 Sekunden an. Ja, ich habe mittlerweile auf 15 reduziert, weil Leute sich schon beschwert haben. Wird doch egal. Wollen mich wegklappen. Tai hat immer gesagt, soll 5-mal klingeln lassen und dann auflegen. Ja, wenn Tai das sagt. Tai hat das im Griff. Okay. 5-mal, wieso? Weiß ich nicht. Er ist der Kluge von uns. Wenn die das Telefon hören, dann muss man den... Ja, ab dem 6. kostet es. Ah, meinst du, ab dem 6. kostet es? Nee, keine Ahnung. Ah. So. Nutte. So. Nein. Hör mal. Nudeln. was das? Du hattest Nudeln, richtig? Ich hatte auch Nudeln, ja. Dann hier. Ey, da läuft Korn 2. Ich auch Nudeln. Ich mag Nudeln. Dann würde ich sagen, ich mach einen nach dem anderen. Ja. Nudeln. Ja. Dann fangen wir an, boy. So. Nudeln. Das war einmal Nudeln und ohne Getränk. Genau. Ja, die Speisenudeln waren für mich. Das wären dann du lässt 18. meine Nudeln in Ruhe. Eine nach dem anderen. Aber ich habe die extra würzig bestellt. Okay. Die Lady hat gesagt, eine nach dem anderen. Ganz du fasst meine Nudeln nicht an. Ja, ich habe ja auch selber welche bestellt. So. Hört dann doch mal keine Nudelparty. Meine Nudel ist meine Nudel und dein, also. Dankeschön. Meine Richtig. Nudel ist Weißnudel, Mann. Hier wird nicht rumgenudelt. Okay. Hört auf, die Nudeln zu kreuzen. Das ist bestimmt gegen das Hausrecht oder so. Das ist verboten, Mann. Dann passiert irgendwas Schlimmes, wenn man die Strähle kreuzt. Es werden keine Nudeln gekreuzt. Aber das macht ihr doch täglich so. Also in so einer Box sind die bestimmt mal gekreuzt, oder? Bitteschön. Was? Ich halte immer auf. Ach, das macht Sinn. Ich habe ganz komisches Kopf. Oh mein Gott, ich habe so komisches Kopf. Oh mein Gott, ich muss nach Hause. Rein raus. Ich kann auch noch den besonderen Muffin Donut war das oben drauflegen. Nein. Nee, kein Donut, bitte. Nein. Danke. Besondere sind besonders nicht besonders so gut. Besonders ist besonders nicht so gut. Das sind Schoko-Donuts bestimmt, ja? Nee. Und die mit der Ananas oder so. Das war, das war der, in den du dich verliebt hast, beim Kart-Dings. What? Oh ja. Oh, warte. Was? Das geht's um Nick? Mehr Jungfrauen ohne mit Schwanz-Ding. Was? Mhm. Achso, ich dachte, es geht um generischer Mensch 3. Es ist Nick. Die Schwanzdame. Es ist die Schwanzdame. Was? Oh mein Gott, was will ich hier hören? Mehr Jungfrauen, Schwanzfrau. Da steht noch irgendjemand, nur ja. Nudelsalat. Mehr Jungfrauen, Schwanzfrau. Ja, ich erinnere mich an das. Mehr oder weniger, ja. Und ja, ich war verliebt und ja, ich bin es immer noch. Scheiße, jetzt schichtest du auch meine Nudeln. Sag mal, Charlie, mit wem war sie duschen? Kann ich Nudeln kreuzen, aber das wird jetzt noch... Lass uns die Nudeln kreuzen, bitte. Was kriegst du fürs Nudelkreuzen? Also 18, bitte. Ja, ich bin so angetan von dieser Gesamtsituation. Danke. Die kannst du jetzt sagen. Oh, ich bin... Also, meine Nudeln sind gut gewürzt jetzt. Ist normal, Bavai. Was? Alter, okay, ganz normal. Kannst du das bitte nochmal machen? Okay, gut, ich melde mich heute Abend nochmal. Ja, nein, was gibt's denn bitte für dich? Nudeln. Ein T-Shirt? Das war ein T-Shirt, Mann. T-Shirt? Ein T-Shirt. Da war er doch wieder. Also, den will ich heute Nacht noch zum Schnurren bringen. Lassen wir das jetzt, bevor ich wirklich nervös werde. Ist aber jetzt nicht in den Nudeln drin, oder? Nein. Mal, ihr Verhalten liegt aber nicht an dem Joint, oder? Sag das nicht. Sag niemals. Können wir heute Abend noch duschen gehen oder so? Also wenn du noch Zeit nicht hast, bist du Bescheid. Wir haben nur eine sehr kleine Dusche tatsächlich. Okay. Ja, eng ist ein dehnbarer Begriff, Mann. Erinnere dich an das langsam rückwärts weggehen. Ja, okay. Genau. Nudeln. Ja, mit 2 Koks. Genau. Stark liege, top. 2-mal Koks, ja, okay. 2 Koks, genau. So, ein Tütchen bitte. Danke dir. 2 Tütchen Koks. Alles klar, kein Ding. Also, wenn Koks ab jetzt in Dosen verkauft wird. Oh, das ist die Geschäftsidee. Nun, dann kann man sich die immer so. Ja, okay. Geil. Wie verkauft ihr denn hier über den Tresen? Das wäre keine Sau. Wären 32. Das wäre aber ein bisschen günstig. Ja, auf jeden Fall. Ich sollte mehr dafür nehmen.
Du solltest mehr dafür nehmen. Okay, machen wir 64 dran. Quatsch, alles gut. Dankeschön. So, dann mal weiter im Text. Mal weiter? Entschuldigung. Hatten Sie auch was? Nee, hatte ich nicht. Okay. Danke fürs Koks, Mann. Ich glaube, er fastet. Autos nicht gefacepumpt, ich wollte es nur sagen. Was? Dann ist es pink. Auf pink so. Ich hab's nicht klar, das passt soweit. Dankeschön. Alles klar. Wie viel Cent hast du hier gegeben? Und dann habe ich hier jetzt noch einmal Rainy, einmal Sushi und einmal Heuschrecken. Ich krieg die Heuschrecken. Ja. Sie sind handgefangen, ich hab letztens nachgefragt. Wir werden handgefangen. Wir werden wirklich handgefangen? Ja, das stimmt. Kann man da mal Heuschrecken fangen helfen so? Oh ja, darf ich Heuschrecken fangen helfen? Mann, ich frittiere die Dinger auch. Das sind immer fünf. Ich glaube, da will jemand hier arbeiten. Gut schön. Darf ich mal an deinem Heuschreckchen fangen? Ich wollte genau mal sagen, aber ich habe die Klappe gehalten. Ich jetzt sagen, der Rest geht an den Rest. Ja. Heuschreckchen. Wow, ich bin der Rest. Na gut. Heuschreckchen. Das Beste zum Schluss, ne? Okay, was bekommst du? Machen wir zusammen, Mann. Oh ja, eine für dich, eine für mich, Mann. Scheiße, habe ich Fressflash. Ja? Ja, dann ess was, Lee. Dankeschön. Oh, schnell rein damit. Ja, die andere, die ist nicht so... Guten Abend. Ja. Appetit. Guten. Hey, die hat safe mit dir geflirtet. Die hat safe gerade mit dir geflirtet. Ja. Was? Warum? Nein. Ja, die hat gesagt, das wäre das Beste zum Schluss, Mann. Das war safe. Die hat safe mit dir geflirtet. Mann, lass alle duschen gehen. Das war mehr so ein Retten vom... Was noch zu retten ist. So ja, die hat safe. Nein, die hat safe mit dir geflirtet, Mann. Aber sie strahlt nicht bei Neumond. Apropos flirten, das kannst du mal wieder in den Kopf bekommen. Nein. Du spielst Basketball? Ja, und ich krieg nie Körbe, ich bin einfach so gut, deswegen. Scheiße, du bist Defensive Player. Nein, ich bin so aggressiv, dass die Leute gar nicht den Ball bekommen. Oder wenn, dann verlieren sie ihn sofort. Nein, er bringt zum Basketballspiel meinen Baseballschläger mit, den traut sich keiner. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl. Und wenn mir der Spielstand nicht gefällt, dann mache ich einfach mein Messer und mache damit den Ball kaputt. Ja, ich meine, stell dir vor, du willst gerade einen Slam-Dunk machen, dann kommt jemand mit einem Basie auf dich zu und... Macht einen Slam-Dunk mit ihm. Ja, genau. Boah, und haut einfach den Ball weg und ruft dann irgendwas mit Touchdown oder so. Du warst dieses nervige Kind im Sandkasten, das immer alle mit dem Schippchen verdroschen hat. Das rechte Stärke. Das passt so gut zu Dusky. Ja, oder? Alle heulen um ihn drumherum und er haut nochmal mit der Schippe drauf. Ja, natürlich. Das ist jetzt mein Spielzeug. Puff. Deine Burg sieht scheiße aus. Bam. Hä, Burgen sind zum Krieg machen da. Also bitte, was ist das für dumm, das nicht zu tun? Du würdest das mit so kleinen Kieseln immer abschießen und sagen, das ist meine Kanone. Er steigt einfach rein. Ich spreng einfach drauf. Ich bin soll das Kind sich dazwischen schmeißen, Mann? Wenn es nicht seine Burg verteidigt, dann ist es die Burg auch nicht wert. Also er schmeißt einfach das Kind in die Burg. Survival of the fittest und so. Wieder mal Slam-Dunk werden. Ja. Touchdown! Das macht er sogar noch als Erwachsener. Ja, Kinder in Burgen schmeißen. Das erinnert mich daran, das genießt wütend zu machen. Oh Scheiße, nee, das will ich wirklich nie wirklich wütend sehen. Doch so einmal? Zumindest nicht auf mich. Ja, nicht also auf mich. Das ist der nicht Punkt. Ey, glaub mir, wenn ich diesen. Oh, scheiße, jetzt. Dieser Piss Granger, ne? Wenn der mir wieder unter die Fittiche kommt, Alter, dann werde ich diesen dummen Piss, aber sowas. Ey, nee, ich krieg schon wieder. Oh, dieser dumme Granger. Jetzt krieg ich langsam. Kann ich mich da rüberstellen? Danke. Oh, Gott. Ist da ein schwarzer Granger mit so einem dummen Pisser, Alter. So ein dummes. Ja, nee, nicht hier drin, nicht hier drin. Ich bin so verwirrt. Er mag keine Granger. Entschuldigung? Nee, ich mag nicht den Granger. Es muss der Granger sein, mit dem dummen Pisser, mit dieser hässlichen Frisur, dieser Fuckboy, dieser Cop Nummer 3, Mann.
Hey. Können wir das nochmal ganz kurz langsam und für mich zusammenfassen? Ja, und für mich auch nochmal zusammenfassen. Welcher schwarze Granger und wer ist Kopf Nummer 3? Wir standen so an der Tankstelle, ne? Alles cool, haben uns unterhalten. Weißt du, ihr kennt ja die Parkplätze, ne? Und wenn so Richtung dieser Waschstraße, dann ist da ja einfach kein Parkplatz mehr, ne? Ihr müsst überlegen, die ganze scheiß LTD war leer, da war kein verficktes Fahrzeug, ne? Nicht ein Auto. So, und dann. Ja, ich stelle mich herüber, er spuckt so. So, und dann. So, und dann. Ja, ich krieg das jetzt ab, kommt dieser schwarze Granger, ne? Und stellt sich genau so, dass er an mich vorbeifährt. So, ich hab den Windzug gespürt, so hat er eingeparkt. Dann geht er einfach rein. Kommt wieder raus, ne? Ich war schon so kurz davor, als er an der Tankstelle war, einfach seine scheiß Karre zu deppern, ne? Aber ich hab ja keine Ahnung, wer das war, ne? Am Ende ist das vielleicht irgendein, keine Ahnung, Mafiosi, irgendein krasser Typ, ein Kopf, was weiß ich, Mann. Der sah aber auf jeden Fall aus wie so ein scheiß Pisser, Alter, wie so ein hässliches Kopfschwein, Mann. Auf jeden Fall, weißt du, dann kommt er wieder raus und dann kommen diese Piss-Latinos, diese kleinen Hunde. Und steigen auf diesen Granger und machen da das Spray oben ran. Pendegos Junge. Heißen die. Ja, keine Ahnung. Ja, oh Gott. Werde ich diesen Granger finden, Alter? Ich werde ihn auseinanderbauen. Oder so. Auseinanderbauen finde ich gut. Geht's dir jetzt besser, mal vor, oder? Und dann legst du so eine Gebrauchsanweisung bei Do-It-Yourself. Ja, Alter, du nimmst zwei Muttern mit. Du packst zwei dazu. Du packst zwei dazu und irgendwas Essentielles weg. Ja, zum Beispiel die Bremsleistung. Die Bremsleistung. Die Bremsflüssigkeit raus oder so. Ja, einfach die Kabel mitnehmen, damit der dumme Pisser nicht bremsen kann. Nicht Öl, die Bremsscheiben oder so eine Kabel. Scheiße. Vertausch die Kabel. Mach die Kabelfarben anders. Öl, die Bremsscheiben. Das ist alles nur in meinem Kopf. Kalt ist heute, Mann. Ja, mir nicht. Ich wollte mir was überwerfen. Ich glaube, ich muss noch mal zum Binko. Ich will. Ja, da komme ich jetzt mit, Alter. Ich muss mich abregen. Ja, alles klar. Ich gehe zum Binko und wenn du bei Brodinger bist. Ja. Bin ich nicht. Okay. Gott. Wir werden keine Autos gefacepalmt. Sorry, wenn die Karre hässlich ist, Mann. Ist die rosa oder welche? Ja, generell diese Policy, wir werden keine Autos gefacepalmt. Was soll das denn? Ich glaube, für die ist ihr Auto sowas wie ein Familienmitglied. Ja und? Wenn die halt eine hässliche Schwester haben, so, dann... Dann? Dann ist halt doof, so. Das ist der schon wieder. Was denn hier alles los? Shot. Leute müssen von A nach B. Meinst du, dass Little Asia das Viertel mit der höchsten Smogbelastung ist? Kann ich mir gut vorstellen, weißt du? So, die Leute, die in Vespucci wohnen, wollen wahrscheinlich in die Innenstadt so ein bisschen, weil vom Strand weg. Die Leute von der Stadt wollen ne, zum Strand fahren. Ich glaube, hier ist halt sehr viel Durchverkehr, weißt du so? Wenn du nicht gerade im Osten wohnst, dann musst du eigentlich durch Little Asia, um zum Strand zu kommen. Du weißt ja, wie voll die Strände gerne mal sind, ne? Ja, hast du recht. Deswegen fahren hier alle durch, so, und dann... Stimmt, weil er mal am Flughafen kommt, ne? Ja, genau. Obwohl, der fährt eigentlich da unten durch. Mit La Puerta. Ja, was halt bei La Puerta durch ist? Wenn du vom Flughafen kommst, fährst du da unten durch La Puerta, wenn du zum Strand möchtest. Na gut, das ist halt einfach der Bus, ne? Das meinst du? Ah, ja, gut.
Ja, aber trotzdem, hier fährt sehr viel durch, ne? Also noch ein Autoshop hier, ne? Das sorgt natürlich auch dafür, dass viele Autos rumfahren. Ja, eine Tankstelle. Eine Tankstelle, eben. Eine Einkaufsmöglichkeit. Restaurant. Also eigentlich mag ich dieses Viertel. Schön, ich auch. Man sollte das, worum man kämpft, auch mögen, oder? Ja. Wieso? Kommst du drauf? Naja, stell dir vor, du würdest dieses Viertel hassen. Würdest du dann wirklich alles geben? Nee, ich würde nämlich auch nicht hier wohnen. Ja, siehst du? Ja, aber... Wie kommst du drauf, was auf den Gedanken? Ich versuche mir einzureden, oder eher, nein, ich versuche zu bekräftigen, dass das alles wert ist. Okay. Wieso denkst du, dass es das nicht wert ist, meinst du den ganzen Stress? Ja, weil das Risiko ziemlich hoch ist. Du meinst den Stress mit deinen Vagos, ne? Ja, genau. Also ich kann dir schon mal $1,000 geben. Ach, alles gut. So eilig ist es nicht. Klang gestern noch anders. Ja, aber gestern wollte ich auch noch ein Motorrad kaufen. Willst du noch ein Motorrad kaufen? Nee, eigentlich nicht. Also erstmal ist gut. Ja, bald sehen, wir sind dann hier. Auswahl. Ich gibt's hier mehr Auswahl. Ich mache immer Platz. Schön, danke. Ja, gerne. Gibt's nur Hosen? Ja. Hosen brauchst du denn wirklich nicht. Ich hab hier hinten sind so diese Hemden und so. Hier. Nee, so. Hier ach, da, an dem, okay. Ich glaube. Kann mich auch irren. Hier sind Schuhe. Hier sind Schuhe, aha. Ich meine, hier liegen ja noch ein paar Sachen aus. Ah, hier liegen doch. Weißt du, das sieht doch ganz gut aus. Was soll ich mir anschauen? Was es hier gibt. Hm. Warte, hier, fang doch hier an. Ich hab gar kein Cash für so einen Mist. Ich geb dir Cash. Die ist eigentlich ganz cool. Die Jacke steht dir, Lee. Sieht gut aus. Oh, wow. Ich meine, ein Shit dran jetzt. Ja, ja. Oh. Scheiße, $130. Na, guck doch mal, ob es sonst noch andere Jacken so gibt, die dir gefallen. Findest du ja was günstiger? Ey, hässlich alle. In Lachs. Ich finde sie super in Lachs. Warum gibt es hier nur hässliche Jacken? Das ist so ein Drecksladen, Mann. Guck mal durch hier bei der Dinge. Billig. Was so hässlich finde ich die Jacken gar nicht. Hier geht doch eigentlich. Ja. Hab mal Respekt vor dem Niedriglohnsektor, Mann. Boah, du bloß eine beschissene. Du hast Mütze, das Wort gelernt. Das kann nicht sein. Hab ich irgendwo in der Zeitung gelesen. Okay, ich glaube, ich muss Geld holen. Ach, ja. Da stehen wir schon wieder im Weg, glaube ich. Ah, ich drehe mich ein bisschen weg. Timothy, komm mal. Guck mal, diese Jacke ist doch nicht so hässlich, Mann. Das geht doch voll. Ja. Na, das stimmt. Das ganze Geld wieder weg. Voll okay. Versteht sein Problem nicht. Ja, die Mann, die Jacke, guck mal. Die Jacke ist doch voll okay. Die ist voll okay, wenn ich 7 Tage allein im Wald aussetzen lassen will. Ja. Hey, scheiße, so, das ist halt neu. Das ist halt neumodisch. $80 hier für das Ding.
Für was denn? Den Hoodie? Ja. Ja, ist ein Hoodie, ne? Sieht halt aus wie so ein Typ, der so seit 3 Jahren auf der Straße lebt oder so, aber... Soll ich dir einen Dollar geben? Warum Hoodie ohne... ohne Ärmel? Das ist voll dumm. Ja, das ist für Sport. Den hab ich liebe immer noch das Panflöten-Outfit, Mann. Hab ich doch schon. den hier. Nee, wenn das wäre der einzige, der interessant ist. Und nee, ist er nicht. Mist brauche ich nicht. Der Laden ist scheiße. Eigentlich. Weißt du, wo ich sehen würde? Ach, bitte. So eine Pelzjacke. Also, weißt du, wo ich Charlie sehen würde? Mit so einem Holzbein und so einer Hakenhand. Mach das nochmal. Was? Also hat noch jemand 100 Dollar? Ich könnte dir 32, 38 geben. Ich habe genau 2 Dollar dabei, Mann. Kriegen wir das zusammengelegt? Und lass mich hier. Ich habe noch 100 Dollar. Ich habe noch 6,40 Dollar. Rutsch mal ein Stück, ich will dem Mann meine letzten Cent geben. Ja. Nee. Hey, was meinst du? Grau oder grün? Grau. Sag nochmal, zahlen das andere. Ja, wenn grau. Die sieht aber nicht so dick aus. Ich bin halt immer mehr ein Fan von grau, so deswegen grau-blau so. Nicht so mega dick. Grün muss man halt, das ist halt so, weiß ich nicht. Okay, grau, okay. So, ich brauche 400 Dollar. Ich habe jetzt. Gerade über grün, du hast eine grüne Hose. Ich habe jetzt. Ja, ich weiß, aber das ist auch meine einzige grüne Hose, die ich glaube, ich habe. 382 Dollar. Ja, schade. 400 Dollar. Wofür brauchst du 400 Dollar? Nein, passt schon. Wofür brauchst du 400 Dollar? Ich hab 3 Jacken gekauft. Wenn es wirklich so kalt wird hier im Winter, ich habe keine einzige Jacke dabei. Also mir wurde gesagt, dass es hier im Winter schneien soll. Letztes Jahr hat es hier wohl geschneit. Und da bin ich also dann raus. Jetzt habe ich noch 2 Dollar, na super. Müssen wir irgendwie mal ein T-Shirt kaufen. Wolltest du dir den holen? Nö. Ach so. Da ist das ganze Geld wieder weg. Und was schon denn sie in hinten reingefeuert? Ja. Ich brauche noch ein T-Shirt. Könnte ein bisschen kalt werden. Könnte ein bisschen kalt werden. Und die scheiß T-Shirts. Könnte ein bisschen kalt werden. Könnte ein bisschen kalt werden. Ich denke, das weißt du selber. Gutes Zeug, so, aber... Ja, an sich voll in Ordnung. Aber wie gibt's hier für Frauen eindeutig bessere Klamotten? 50 Dollar holen, bitte hol mir mal für 50. Oh. Warte, ich gebe euch euer Geld gleich zurück. Ich gebe euch gleich euer Geld zurück, ich muss nur erst ein T-Shirt kaufen. Wo gibt's denn hier T-Shirts, Mann? Drüben? Oh, der Laden ist so unübersichtlich, ne? Oh, hier sind normale T-Shirts, aber die kann man nicht runterziehen, glaube ich. Eigentlich ganz cool, aber ich glaube, das geht nicht runter. Ah, na. Das habe ich schon. Ist ein bisschen schmutzig. Okay. Cool. Oder so. Ja. Ist nicht dein Ernst. Man kann es T-Shirts kombinieren. Gut, was warm ist drunter, ist jetzt übertrieben, glaube ich. Stück Stoff. Hm.
Ah. Du wirst angerufen. Ja. Yeah. Diese Hose. Scheiße, hat irgendjemand hier dünne T-Shirts zum Drunterziehen gefunden? Ich habe was gefunden zum Drunterziehen. Willst du es anprobieren? Nee. Zeig's mir doch. Das hier. Ich meinte, ist ein dünnes T-Shirt zum Drunterziehen. Ach so, weiß ich nicht. Viel Spaß beim Suchen. Hm. Hier. Also, hing das gerade. Nein, das sind Oberteile. Leute, ich brauche Unterteile. Das ist nix. Das ist halt echt scheiße sortiert. Ach, wieder Oberteil. Oberteile kann man nicht kombinieren. Moin, Bilal. Alter. Ich brauch doch nur ein T-Shirt. Was haben wir hier? Warum steht hier Ladenregal? War noch irgendwas? Die Jacke stelle ich mir halt geil vor, wenn wir wirklich mal Tattoos am Oberkörper haben sollten. Wow, Rucksäcke. Ein Schwanz. Oberteil. Dann zu dieser anderen Hose anziehen, dann kann ich in so einem. Ich würde nichts zum Drunterziehen. Möchte irgendjemand dieses T-Shirt haben? Das hier ist gar nicht so übel, was oder? Was ist denn Con? Dieses T-Shirt? Welches? Con. Huch. Jetzt ist mir runtergefallen. Das passt mir nicht. Ich kann das zum Schlafen nehmen, aber. Das wäre das gehen. Ja, egal, wem ich das geben. Gab's nicht. Irgendwem gegeben. Ich hab hier zu tun. Was ist das mit dem T-Shirt? Ist doch eigentlich mal ganz nett, oder? Ja, also halt wenn du, total wenn du, unspektakulär und. Wer hupt da draus? Wenn du in einer sehr morbiden Familie wohnst und die ganze Zeit versuchst. Aber nee, das ärgert mich halt gerade. Gibt nur Oberteile. Ja, es passt alles nicht unter die Jacke. Ja, das muss doch nicht auch furchtbar. Ich fand den Schnitt gut. Nee. Ich will das nicht kaufen. Was ist denn, warum muss ich denn hier für $40 zahlen und hier für $50? Als weniger weil Stoff, ist. Stoff ist. Andere Stoff. Nein, weil es ein anderer Schnitt ist, weißt du? Das ist kein gerader Schnitt, der einfach nach das unten geht. Das ist doch toll. Das ist Figurbeton. Das ist doch toll. Das ist ein Unfall. Was ist das? Boah, ich bin gerade so gefrustet, ne? Kann ich gar nicht sagen, wie.
Super, der Maske. Man weiß nie, wofür man sie brauchen kann. Auch so ein, guck hier mal, so ein Ding auf dem Kopf. Oh, hm? Was soll ich hier, was, machen? Hä? Was willst du? Was ist ein Ding auf dem Kopf? Auch so ein Piratenband. Ja, die sind hier. Die gibt's hier zu kaufen. Ich hab das am Arm. Wie sehe ich aus? Sonnenbrille? Hey. Hosen? Was suchst du? Nichts, ich lauf einfach nur so durch die Gegend, bisschen planlos. Ja, da sehe ich dich drin. Ich mich auch. Ich finde den voll süß, Mann. Der Putz ist ja voll beschissen. Du musst doch nicht essen. Ich habe aber keine 80 Euro für einen pinken Pulli. 80 Watt? Dollar. Na, Arsch. Richtig tolle. Nun, und dann so ein arme Leute-Ding. Ja, hier ist doch wieder dein. Guck mal, jetzt sehe ich aus wie Mr. No Name. Ja. Nee! Da brauch ich Schmuck für. Für sowas brauchst du Schmuck. Du willst deinen Schmuck auftragen. Ja, ist halt ein Basic so. Ja, ich verzichte auf meine Basics, Mann. Also ich glaube, ich fahre gleich noch zum Suburban. Ich brauch wirklich ein T-Shirt zum drunterziehen. Ja, dann lass noch zum Suburban fahren. Ja, ich brauch da hin. Auf, auf. Ich finde die Jacke cool, muss ich ehrlich sagen. Gerade wenn es wirklich kälter wird. 13 Grad, Alter. Willst du anrufen? Anschanger. Guten Abend. Hey. So,
sollen wir dich mitnehmen oder kommst du, also sollen wir dich mitnehmen? Ich werde das Ganze nach hinten verschieben. Ich habe gleich noch einen Anruf zu tätigen, wenn du mal Richtung Tankstelle schaust. Oh, cool. Nee, tun wir nicht. Sollen wir dich dabei begleiten? Nein, mit deinem Anruf. Nein, alles gut. Ich mach das hier. Okay, gut, ja. Ja. Meld dich gleich nochmal, ja? Ja, aber ich will das sehen, zumindest. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Gehen wir petzen. Hey, Olali. Ja, Ola. Sag mal, weißt du, ob gelbe Autos zufällig weniger Sprit brauchen als normale? Stehen ein paar an der Tankstelle hier, da habe ich mich das gefragt. Oh, Merda, ich glaube, die brauchen eine ganze Ladung voll Sprit, Merda. Gracias. Ja? Okay. Alles klar. Danke für die Info. Hey, adios. Da haben wir jetzt wirklich nichts zum Drunterziehen. Wollt ihr mich muten? Hast du echt nichts drunter? Okay. Hier mit dem gekrempelten T-Shirt weiß. Wow, das ist bauchfrei. Geil. Mit dem hier? Ja! Es passt was drunter. Haben's geschafft. Habe ich noch was dabei? Gerade weggefahren, oder? Ich glaube, dass die weggefahren sind. Palim Palim. Palim Palim.
Hier gibt's Hosen. Hier gibt's nichts, ne? Nee. Hola. Wenn ich dich störe, sag Bescheid. Der Hosen? Das ist aber nicht das, was ich suche. Was ist das? Was suchst du denn? Ach, ich dachte, die hätten ja die College-Jacken, oder gibt's die? Gibt's hier vielleicht T-Shirts? Nö, gibt's einfach gar nichts. Okay. Einfach nur enttäuscht. Die Sache ist die, manche Oberteile passen auch unter andere Oberteile. Ja, das ist richtig. Aber das sehe ich beim Kauf nicht. Das sehe ich vorher nicht und ich habe nicht genug Geld, um es einfach auszuprobieren. Ja, ist wohl eher ein Ich-Problem. Ist dann wohl eher ein Tobi-Problem. Was treibt ihr gerade so, Chat? Tankstelle gewesen. Ja, ich bin vorbeigefahren. Du hast es also nicht irgendwie mitbekommen. Ja, ich hatte das Gefühl, dass die wieder weggefahren sind. Ich habe gerade Lichter da gesehen. Also PD stand da und irgendwelche Leute sind da hin und her gelaufen. Ist da geschossen worden, oder? Keine Ahnung, ich bin nur vorbeigefahren. Okay. Habe ich jetzt nicht sehen können oder so. Die anderen sind noch drin, oder wie? Yep. Aber ja. Auch da gibt's keine richtigen Unterteile. Okay. Aber du hast doch jetzt eins gefunden.
Ja, das hatte ich noch zu Hause. Ah, so. Aber ich würde zudem der Jacke eher ein weißes Oberteil fühlen, weißt du? Ja, verstehe ich. Wie gesagt, auf jeden Fall war da gerade blaues Licht, also irgendwas scheint auf jeden Fall passiert geworden, also passiert zu sein. Okay. Ja, ich habe ja angerufen. Ja, mich würde noch immer der Ausgang auch interessieren, weißt du? Meinst du, ob die vorbereitet waren oder nicht? Ja, und vor allem auch, ob unsere Leute da den Besseren ziehen. Mhm. Wäre irgendwie dumm, wenn wir die immer anrufen und sie dann immer auf die Fresse bekommen, weißt du? Ja, das ist richtig. Ja, wie gesagt, ob es das alles wert ist. Na, was ist die Alternative? Ja, einen Ball geben. Ach so, na gut. Ich weiß nicht, Lee. Einen Ball geben, ist das echt ein Stil? Nein, ist es nicht. Also, hat sich doch die Frage geklärt. Man darf doch trotzdem mal reflektieren, oder nicht? Ja, natürlich. Muss sich auch klar werden, dass wir die Pisser früher oder später hier schon rausgetreten bekommen. Nur eine Frage der Zeit. Ich meine, bisher... Ich denke jedenfalls, dass wir mehr sind, gerade im Viertel. Nicht nur im Viertel, sondern auch zusammen mit den Aztekas, zusammen generell, würde ich sagen. Mhm. Das ist eine Gang und nochmal ein paar Osiat. Also das... Also man wird will. Wie gesagt, diese Pisser treten wir schon noch raus. Und bisher, sind wir mal ehrlich, bisher haben nur wir einmal auf die Fresse bekommen. Und die jedes Mal, wenn die da stehen, wird die versauen wir denen deren ganzes Ding. Ja, ich... Wäre ja schön, wenn die sich irgendwann nicht mehr trauen würden, da zu stehen, aber sind wohl auch zu stolz, um klein beizugeben. Naja, gut, ne, muss man mal gucken, vielleicht muss man sich dann mal um einen Konkret kümmern, wenn es wirklich darauf hinauslaufen sollte. Ja, scheinbar hat es auch nicht gereicht, dass einer von denen vor kurzem draufgegangen ist. Müssen noch mehr Leute draufgehen, bis sie es verstehen. Ja, vielleicht. Aber das ist doch so bei den Straßenkids so. Ride or die, so mäßig, weißt du? Get rich or die trying. Ich würde es ja verstehen, wenn sie keine andere Alternative hätten, aber die haben sie. Bleibt in fucking Vespucci. Ja, aber vielleicht machen sie da nicht das Cash, das sie da an der Tankstelle machen. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Leute sich nicht darum kümmern, ihr eigenes Viertel vielleicht mal so ansprechend zu machen wie das Little Asia. Weißt du? Ja. Weißt du, der Rasen vom Nachbarn ist immer grüner. Genau. Und solange ich mich nicht darum kümmere, dass mein Rasen gut gewässert ist, Mann, gehe ich immer zu dem vom Nachbarn. Ja, mach dem das kaputt. Aber dann kann man den Leuten, aber dann kann man nicht dem Nachbarn sagen, dass es nicht mehr sein Rasen ist. Nur weil du dich nicht um deinen eigenen kümmerst. Dennoch, man kann dahin pinkeln und sagen, gehört es mir. Ja. Aber dann kommt auch der Nachbar mit einer Schrotflinte. Ja, und macht den Rasen mit kaputt. Und dann wird nur noch rumgetrampelt. Und es gibt keinen schönen Rasen mehr. Na, sehe ich nicht. Du hast doch gestern darüber gesprochen, dass... Naja, langfristig gesehen, und da stimme ich dir zu, niemand in dem Viertel dealen sollte. Weil angenommen, die Vargos geben wirklich klein bei. Ja. Dann haben wir die Aztekas da stehen. Ja, das ist immer noch... Das Gespräch hatten wir doch schon mal. Es ist immer noch besser als die Vargos und die Aztekas. Und noch Twinkie. Richtig. Ja. Aber dann haben wir da immer noch jemanden stehen. Immer noch jemanden, der uns den Rasen kaputt hat. Ja. Aber dann wird da keine Party mehr drauf gefeiert, sondern einer sonnt sich hin und wieder auf unserem Rasen.
Weißt du, nimm ein bisschen was von der Sonne mit. Genieß das auch so ein bisschen. Klar, also es ist nervig, dass deine Liege immer wieder auf dem Rasen stehen bleibt. Und dann muss man sich da mal wieder ein bisschen drum kümmern, dass die Flecken, weil der Rasen darunter keine Sonne bekommt, auch irgendwie, ne, dass man sich darum kümmert. Aber es ist keine scheiß Party mehr, die über ihre scheiß Sonnenschirme aufstellen, sondern es ist eine Liege. Ich hoffe, wir haben uns für den richtigen entschieden, der auf der Liege liegt. Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Bisher würde ich sagen, ja. Stimmt, scheiße, gut im Bett, Mann. Na. Hast du Temperament. Schon ändert sich Fuego die Gesprächsthemen so wieder. Ja, ein bisschen komisch. Ich muss jetzt ins Bett, ich bin erschöpft und müde. Und, Ich glaube, mit den Lichtern an der Tankstelle kannst du schlecht schlafen. Ach, wir wohnen um die Ecke, ist okay. Achso, sind da Lichter an der Tankstelle, oder was? Also war das ein voller Shit. Okay. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, für wen die Lichter waren. Also. Scheißegal, Mann. Mir doch egal. Lichter sind eigentlich, Party ja? sind. Ja. Eigentlich das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht egal. Und wenn unsere Leute nur abgeführt werden, was dann haben wir das Problem. Das ist Lies. Weil wir waren alle ziemlich weit weg von der Tankstelle. Alles gut. Was? Was soll ich denn jetzt mit diesem Schlafshirt? Na gut. Was für Dusky? Das ich wollte das nicht haben. Nein, das ist nicht meins. Ja, dann wirkst du weg. $40. Okay. Spende ist Thai für Social Center. Nein, ja. Das ist jetzt meins. Okay. Gut. Bananen. Gehen wir jetzt alle schlafen, oder was? Ja. Dazu wird es Richtung Viertel zurück. Ich glaube, ich da noch eine. Ja, das würde ich auch noch tun. Soll ich mich bei dir reinwerfen? Kannst du auch ganz normal einsteigen, wie jeder andere Chinese auch. Ich bin Halbkoreaner, bei uns wirft man. Deshalb habt ihr so viele Kinder, verstehe. Ja, das ist einfach bloß die fehlende Ein-Kind-Politik. Gibt's die noch? Nein. Ja, oder? 2000. Nein? Ich glaube 2002 abgeschafft. Ja, okay. War 2010? Ich weiß es gar nicht mehr. Cyberbobi, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Also Dinge, mit denen ich mich nie beschäftigt. Und deine LED ist gerade Action? Ja, sieht's aus. MD und allem drum und dran. Beeindruckend. Ich glaube, ich koche auch noch eine. Dir oder? Ja. Also. Die Batterie vom Fahrzeug ist. Also der Schlüssel ist manchmal, naja. Oh ja, das habe ich gemerkt. Ja. Irgendjemand was erkennen können? Warum rauche ich eigentlich schon wieder? Ich rauche viel zu viel. Mann, was machen wir? Was passiert da? Na, da sind gerade ein paar Leute relativ flott losgerannt. Ja. Schon beeindruckend, wenn man mit einem Anruf sowas schafft, oder? Ja, weißt du, wer da gerade weggerannt ist? Nein. Ich stehe genauso weit entfernt wie du. Nein, ich meine nur Quan, weil wäre schlecht, wenn das einer von unseren Leuten wäre. Ja, stimmt. Aber wir sehen nur laufende Cops. Ja, und gerade eben habe ich einen Typen mit einem weißen Hemd gesehen, der noch umgerannt ist. Haben wir noch mehr von denen? Ganze Menge. Hm.
Nächstes Mal rufe ich die als Sekas an und danach dann gleich die Cops, dass die schon mal Bescheid wissen. Ich glaube, das hätte ich so gern gesehen. Das wäre auch ziemlich dumm, weil die Azekas haben einen längeren Fahrweg als die Cops. Ja, deshalb rufe ich sie ja später. Ach, trotzdem, ja, gut. Oder einfach nur das MD so. Stell dich schon mal um die Ecke. Ihr wird gleich. Wir werden hier gleich Arbeit haben. Ja, das ist, man spricht auf der Straße, ne? Ja. Ich habe in der Zeitung gelesen. Was für eine Zeitung? Nein, im Horoskop, musst du sagen. So. Die Tarotkarten haben mir gelegt. Ja, genau, ich hab die Tarotkarten gelesen. Ach du Scheiße, noch eine Einheit. Alles klar. Wie viele Leute sind das? Was ist hier passiert? Kann ich da rein in den Kisten kaufen? Ich muss auch mal einkaufen gehen. Komm, wollen wir das zusammen machen? Ja, ich würde sagen, dass du hier das bleibst, Dusky. Na gut, dann ich schaffe auch noch. Immer gehe ich erst morgen einkaufen, ist auch okay. Ich kann dir was mitnehmen. Korn, dann gehen wir. Nein, alles gut. Ich habe noch ein Sandwich und so. Ich werde das schon noch überleben. Ja, du bist jetzt schon so dünn. Hey, das sind Muskeln. Haut und Knochen, Junge. Das sind Muskeln. Ja, das bestreite ich auch nicht, aber... Ich, im Gegensatz zu euch, habe ja erst seit gestern ein Fahrzeug. Ich bin immer gegangen, möchte ich anmerken. Ich habe auch kein Auto. So, mit den Füßen und so? Ne, genau. Okay. Ich weiß, du bremst nur damit, aber... Wie archaisch. Ja, hin und wieder. Ich meine damit nicht das Bremspedal, ne? Nicht? Nee. Und dann? Naja, als das Loch noch da war, hast du doch bestimmt erst ein oder andere Mal so die letzten... Hast du da nicht so mal versucht, mit den Füßen zu bremsen? Nein, ich habe versucht, zu helfen, damit ich den Berg nach Weinwood hochkomme. Achso, gut. Aber das war auf der Beifahrerseite. Ich musste eher Chai helfen. Gut, aber dann glaube ich, lege ich mich jetzt auch mal hin. Gut. Dann holen wir uns eben Kippen. Ja, mach das. Wann dann? Ja. Pass auf dich auf. Weil ich dir erstmal einen Officer fragen würde. Na, heißt das, wir haben uns geworfen. Ist doch keiner da. Bruder, die sperren ja ab, also gehe ich davon aus, dass das einen Sinn hat. Hätte uns doch gleich mitteilen. Naja. Eigentlich habe ich noch Kippen. Oh. Du hast nicht zu welchen einen Dollar. Klar. Für dich doch immer. Danke dir. Warum kostet diese scheiß Winkelkatze $125? Ich habe keine Ahnung. Was ist die aus Gold, oder? Also ich hätte gesagt, das ist bloß bemalt, aber naja. Aber jetzt bereue ich, dass ich die eine weggeschmissen habe, die bei mir in der Wohnung stand. Beschriftet irgendwie für Svetlana. Für Svetlana? Ja. Keine Ahnung, vielleicht kennst du irgendwann mal eine Svetlana. Jetzt bringt's mir nichts mehr, jetzt ist sie weg. Dann kaufst du dir noch so eine schöne Rose dazu. Hier. Ja? Und dann? Ja. Die gute Rose von der Tankstelle, meinst du? Ja, genau. Stinkt lieber nicht. Glaubst du, Plastikrosen sind das? Liegen hier immer noch Blumen am Boden. Wieder? Ja. So, aber ich verziehe mich mal in die Wohnung. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wandern. Und arbeite nicht zu viel. Niemals. Ich muss sagen, erstaunlich wenig Game-Crashes. Also ist mir schon länger nicht mehr passiert. Also wird wirklich an der Performance gearbeitet anscheinend, an der Stabilität. Auch keine ganzen Server-Disconnects oder Server-Neustarts oder so, alles ausgeblieben. Die letzten Tage, das fällt mir durchaus schon auf. Also wirklich, kann auch mal was Positives sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir hören uns nächstes Mal. Ich glaube sogar morgen. Und ich schaue mal,
wo wir jetzt hingehen. So, ich rate immer, wenn mehr als 5 Leute zuschauen. Also 5 oder mehr. Darunter nicht. Ja, ich habe auch schon ein Raid-Opfer gefunden. Da können wir mal zurück raiden. Ihr lieber Evane, DZFM Gaming. Raidet öfters mal zu uns. Da können wir uns mal revanchieren. Na? Hashtag Little Asia. Hashtag Little Asia. Ja? Ich danke euch. Passt auf euch auf. Bis morgen.